So, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf die Vertreterin der Presse bitten, jetzt auf die Tribüne zu gehen, so Sie das möchten. Aber hier die Auftaktbilder beenden wir jetzt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr verehrte Sachverständige und sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Saal und die uns online zugeschaltet sind. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit, die auch heute wieder, wie wir sehen, eine Mischung ist aus Präsenzsitzung hier im schönen Marie-Elisabeth-Lüders-Haus und ein Online-Meeting mit den Sachverständigen. Vorab bitte ich die Sachverständigen und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die per WebEx zugeschaltet sind, sich mit ihrem vollen Namen anzumelden, damit sie auch identifizierbar sind und wir alle wissen, wer dabei ist und das auch sichtbar ist. Und außerdem möchte ich Sie bitten, wie wir das ja inzwischen alle gut geübt haben, Ihre Mikrofone zunächst auszustellen und dann, wenn Sie aufgerufen werden, entsprechend anzustellen. Dieses heutige Anhörungsverfahren ist besonders, weil wir 5 Vorlagen vorliegen haben, wovon 3 Gruppen Vorlagen sind, also wo sich fraktionsübergreifend Gruppen von Abgeordneten zusammengefunden haben, um diese Vorlagen zu erarbeiten, und 2 Fraktionsvorlagen. Ich werde Ihnen jetzt einmal alle 5 Vorlagen mit Titel vorstellen und deutlich machen, ob es sich um einen Gruppenantrag, einen Gruppengesetzentwurf oder einen Vorschlag aus einer Fraktion handelt. Und im Anschluss werde ich Ihnen erläutern, wie das Prozedere dieser heutigen Anhörung funktionieren wird. Also, 5 Vorlagen liegen vor. Der erste ist der Gesetzentwurf der Gruppe rund um die Abgeordneten Heike Behrens und Dr. Janosz Dahmen und weiterer mit dem Titel Entwurf eines Gesetzes zur Aufklärung, Beratung und Impfung aller Volljährigen gegen SARS-CoV-2 auf der Bundestagsdrucksache 20899, also allgemeine Impfpflicht ab 18. Der zweite Gesetzentwurf ist eingebracht von einer Gruppe rund um die Abgeordneten Dr. Andrew Ullmann, Cordula Schulz-Asche und weiterer Abgeordneter. Der trägt den Titel Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer verpflichtenden Impfberatung für Erwachsene und einer altersbezogenen Impfpflicht ab 50 Jahre unter Vorbehalt gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 auf der Bundestagsdrucksache 20954, also Impfpflicht ab 50. Ein weiterer Antrag rund um die Gruppe, von einer Gruppe rund um die Abgeordneten Wolfgang Kubicki, Christine Aschenberg-Duknus und weiterer Angehörigen trägt den Namen Impfbereitschaft ohne allgemeine Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 erhöhen auf der Bundestagsdrucksache 20680. Dann liegt vor ein Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Impfvorsorgegesetz, ein guter Schutz für unser Land, auf der Bundestagsdrucksache 20978. Und es liegt vor ein Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Keine gesetzliche Impfpflicht gegen das Covid-19-Virus auf der Bundestagsdrucksache 20516. Das sind die 5 Vorschläge, die heute vorliegen und heute angehört werden. Die Überschriften der Vorlagen sprechen für sich, sodass ich jetzt nicht auf die weiteren Inhalte hier eingehen werde. Die Gruppen und Fraktionen haben sich auf eine gemeinsame Liste von Expertinnen und Experten verständigt, die heute
gefragt werden können und dann antworten werden, also angehört werden. Und zusätzlich haben alle Fraktionen und Gruppen nach einem vereinbarten Schlüssel auch noch Einzelsachverständige benannt. Die Anhörung dauert insgesamt 180 Minuten. Und diese 180 Minuten, und so haben sich die Sprecherinnen und Sprecher der Vorlagen geeinigt, werden auf die Gruppen und Fraktionen entsprechend ihrer Stärke, das heißt nach der Anzahl der Unterzeichnenden beziehungsweise nach Fraktionsstärke verteilt. Und ich will Sie darüber einmal informieren, auf welche Gruppe wie viele Minuten dieser Anhörungszeit entfallen werden. Auf den Gesetzentwurf Impfpflicht für alle, also Behrens-Dahmen et al., entfallen 70 Minuten. Auf den Antrag Impfvorsorgegesetz der CDU-CSU entfallen 58 Minuten. Auf den Antrag keine Impfpflicht der AfD-Fraktion entfallen 24 Minuten. Auf den Antrag keine Impfpflicht der Abgeordneten Kubicki, Aschenberg-Duknus et al. Entfallen 15 Minuten. Und auf den Gesetzentwurf Impfpflicht ab 50 rund um die Abgeordneten Professor Ullmann, Frau Aschenberg-Duknus und andere entfallen 13 Minuten. Diese Zeiten werden wir aufteilen in zwei Zeitblöcke zu jeweils 90 Minuten. Und dann werden die Gruppen gemäß ihrer Stärke innerhalb dieser 90 Minuten ihren Frageanteil bekommen und Fragen dann stellen können. Jeweils am Ende des ersten und zweiten Zeitblocks erhalten die Kolleginnen und Kollegen, die bislang keine der hier vorliegenden Vorlagen unterstützen, die sich noch entscheiden werden, jeweils 5 Minuten, um Fragen an die Expertinnen und Experten zu stellen. Ich darf sowohl die Fragenden als auch die Sachverständigen bitten, wie immer, sich bei ihren Redebeiträgen möglichst kurz und präzise zu fassen. Denn das gibt den Abgeordneten die Möglichkeit, viele Fragen zu stellen und beantwortet zu bekommen. Die aufgerufenen Sachverständigen, das wissen die meisten von Ihnen, sollten vor der Beantwortung natürlich erstens daran denken, ihre Mikrofone und ihre Kamera freizuschalten und zweitens jedes Mal, wenn Sie aufgerufen werden, also eine Frage an Sie gerichtet wurde, bitte noch einmal Ihren Namen und Ihren Verband nennen, auch wenn Sie schon im Laufe der Anhörung schon mal gesprochen haben. Das ermöglicht den Zuhörenden einzuordnen, auch wenn sie später eingeschaltet haben, wer jetzt gerade spricht und in welcher Funktion. Sobald Sie mit Ihrem Redebeitrag beginnen, sehen und hören wir Sie hier im Saal auf einem Videowürfel. Sie sind dann also sehr gut hier zu vernehmen. Des Weiteren bitte ich alle im Saal Anwesenden, natürlich ihre Mobiltelefone auszuschalten. Sie wissen, dass ein Klingeln hier im Saal 5 € kostet, welches dann später für einen guten Zweck gespendet wird. Ich weise noch mal darauf hin, dass die Anhörung live im Parlamentsfernsehen übertragen und das Wortprotokoll auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht wird. Vielen Dank an alle Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben und die sich heute den Fragen stellen werden. Und damit können wir dann beginnen. Und die erste Frage kommt aus der Gruppe derjenigen, die eine allgemeine Impfpflicht ab 18 befürworten. Und die werden jetzt nacheinander erstmal diese Gruppe fragen, so wie eben erläutert. Ich darf als erstes dem Kollegen Dr. Dahmen das Wort geben für seine erste Frage. Sie sind online dabei. Bitte, Herr Kollege Dahmen. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch meinerseits schönen guten Morgen an alle Sachverständigen und alle Verbände, die heute dabei sein können und uns im parlamentarischen Prozess helfen, mit Sachverstand hier zu guten Entschlüssen zu kommen. Ich möchte meine erste Frage richten an die Deutsche Gesellschaft für Immunologie. Frau Professor Falk bietet nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft 3 Impfungen in der Regel einen hinreichenden Schutz vor schwerer Krankheit oder Tod? Und erläutern Sie bitte den zeitlichen Verlauf, der notwendig ist, um bei Ungeimpften eine vollständige Impfserie von 3 Impfungen abzuschließen. Vielen Dank, Herr Professor Falk. Sie haben das Wort.
Frau Professor Falk, entschuldigen Sie bitte. Mein Name ist Christine Falk, aktuelle Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Vielen Dank für die Frage. Also der derzeitige Wissensstand ist unter anderem in der DGFI-Stellungnahme vom 20. Februar zusammengefasst. Da steht Folgendes drin. 3 Immunisierungen mit den in Deutschland zugelassenen Impfstoffen bieten einen langanhaltenden Schutz vor schwerer Krankheit und Tod. Und das ist besonders wichtig, weil auch der zeitliche Verlauf, das ist der zweite Teil der Frage, das Schema, das in Deutschland empfohlen wird, beinhaltet nämlich insgesamt 4 Monate, nämlich 4 Wochen zwischen der ersten und der zweiten plus dann nochmal 3 Monate bis zur dritten Impfung. Und diese dritte Impfung ist notwendig für den langanhaltenden Schutz und die Ausbildung eines immunologischen Gedächtnisses. Das ist die kurze Antwort auf diese Frage. Weitere Details stehen zum Beispiel in der Stellungnahme zum Nachlesen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Professor Falk. Herr Dr. Dahm, ich darf Sie um Ihre nächste Frage bitten. Ich möchte gerne anschließen, nochmal an die Deutsche Gesellschaft für Immunologie. Eine vollständige Impfserie, wie Sie erläutern, dauert inklusive Booster im optimalsten Fall also mindestens 4 Monate. Würden wir nun also bis zum Herbst bzw. dem Beginn einer neuen Welle warten, um bestehende Impflücken zu schließen? Kann es dann als gesichert angesehen werden, dass es dann zu spät wäre, um erst dann mit einer Impfpflicht beispielsweise eine neuerlich große Anzahl schwerer Erkrankungen zu verhindern? Vielen Dank. Die Frage richtet sich noch Frau Professor Falk. Und sagen Sie bitte einmal Ihren Namen und die Gesellschaft, für die Sie antworten. Bitte, Sie haben das Wort. Genau, mein Name ist Christine Falk, aktuelle Präsidentin der Gesellschaft, Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Vielen Dank für die Frage. Das ist genau der Punkt. Diese Zeitschiene braucht einfach mindestens 4 Monate, bis nach der dritten Impfung dieser Schutz unter anderem auch vor Ansteckung, aber vor allem vor einem schweren Verlauf und vor Tod gewährleistet ist. Das bedeutet, wenn man zu spät beginnt, dann läuft die Zeit davon. Also eigentlich würde man sich daraus ergeben, dass die Impfkampagne rechtzeitig vor dem Herbst stattfinden soll, also eigentlich kontinuierlich fortgesetzt werden sollte, damit nämlich die Menschen, die neu geimpft werden, vor dem Herbst diesen Schutz schon haben, aufgebaut haben und nicht erst dann wieder einer Welle möglicherweise hinterherrennen. Daher ist diese Zeitschiene der 4 Monate zu berücksichtigen, um möglichst früh diesen Schutz rechtzeitig vor dem Herbst aufzubauen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Dahm. Ihre dritte Frage bitte. Einzelsachverständigen Professor Sander von der Charité Berlin. Sie haben sich als Mitglied des Expertenrats und als Wissenschaftler sehr intensiv mit dem Thema Impfstoffe im Rahmen der Pandemie auseinandergesetzt. Deshalb würde ich Sie gerne fragen, welche Impfquote muss mindestens für eine hinreichende Immunisierung der Bevölkerung und damit dem Schutz vor einer zu großen Zahl schwerer Erkrankungen erreicht werden? Gehen Sie zurzeit davon aus, dass diese durch Verabreichung von 3 Dosen erreicht werden kann? Oder müssen absehbar regelmäßig weitere Auffrischimpfungen stattfinden? Danke. Schön, Herr Professor Sander, bitte kurz vorstellen und dann beantworten Sie die Frage. Sie haben das Wort. Denn das finde ich scheiße schon wieder. Guten Morgen, vielen Dank für die Frage. Live Erik Sander, Charité Berlin. Zu Ihrer Frage nach der Impfquote ist es so, dass wir eigentlich davon ausgehen müssen, dass wir eine nahezu flächendeckende, relativ homogene Bevölkerungsimmunität brauchen, um langfristig auch aus dem pandemischen Geschehen herauszukommen. Sie hatten die Frage gestellt, wie viele Impfdosen für eine solche schützende Immunität, insbesondere auch Immunität vor schwerer Erkrankung, erforderlich sind. Nach den bisher verfügbaren Daten, beispielsweise aus Großbritannien, aber auch vom Robert-Koch-Institut, ist in der Tat so, dass mit 3 Impfdosen ein sehr guter Schutz, zum Beispiel vor schwerer Erkrankung, die zur Krankenhauseinweisung oder Aufnahme auf Intensivstation oder Tod durch Covid-19 führt, erreicht werden kann. Auch hier sehen wir ein leichtes Nachlassen. Allerdings ist tatsächlich ein richtiger Unterschied zwischen
Personen, die weniger Impfdosen oder jene, die drei Impfdosen nach dem von Frau Professor Falk beschriebenen Regime bekommen haben, zu beobachten. Von die Frage nach der Notwendigkeit zukünftiger Auffrischungsimpfungen ist aus der heutigen Perspektive schwierig zu beantworten. Das hängt im Wesentlichen auch von der weiteren Virusevolution ab. Wenn wir davon ausgehen, dass sich zukünftige Varianten auch aus Omikron weiterentwickeln, dann kann es durchaus sein, dass wir in gefährdeten Populationen weitere Auffrischungsimpfungen empfehlen können. Wie gesagt, dieser Grundschutz vor schwerer Erkrankung ist mit den nach heutigem Stand, nach dem, was wir heute wissen, mit drei Impfdosen gegeben. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Behrendt stellt die nächste Frage für diese Gruppe. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich auch noch einmal an Herrn Professor Sander von der Charité Berlin in Anknüpfung auch an das, was Sie eben ausgeführt haben. Wir haben bereits mehrere Virusvarianten erlebt. Dabei haben die Impfstoffe, die gegen den Wildtyp, Wuhan-Typ, entwickelt wurden, ihre Schutzwirkung vor schwerer Krankheit behalten. Ist es sehr wahrscheinlich, dass neue Mutationen zu einem vollständigen Ausfall dieses Schutzes führen und wir ganz neue Impfstoffe benötigen? Und ich möchte noch anfügen, bietet statistisch eine einmal durchgemachte Omikron-Infektion einen vergleichbar verlässlichen und nachhaltigen Schutz vor schwerer Krankheit auch bei anderen Virusvarianten wie eine dreifache Impfung? Und was versteht man in diesem Zusammenhang unter einer definierten Immunantwort beim Impfschutz im Vergleich zur Genesung? Dankeschön, Herr Professor Sander, bitte. Ihre erste Frage zielt ab auf mögliche neue Virusvarianten und den Schutz, der durch Impfung erzeugt wird, ob weiterhin ein Schutz vor schwerer Erkrankung durch Covid-19 gegeben sein wird. Davon ist zumindest aus immunologischer Sicht auszugehen. Wir haben auch bei dem Sprung zwischen den alten Virusvarianten und der Omikron-Variante eben das beobachten können. Zum Beispiel andere Immunantworten, die nicht nur Antikörper einbeziehen, sondern zum Beispiel auch sogenannte T-Zellen, scheinen weiterhin auch sehr gut die Virusproteine dieser neuen Omikron-Variante zu erkennen und spielen womöglich auch eine Rolle beim Schutz vor schwerer Erkrankung. Das sind sozusagen theoretische Überlegungen. Die Fakten, die wir sehen in den epidemiologischen Daten, zeigen ja dasselbe, dass insbesondere Personen, die eben diese Impfserie mit drei Impfungen abgeschlossen haben, eben einen sehr, sehr guten Schutz vor schwerer Erkrankung haben. Wir sehen, dass ein Großteil der beobachteten Attenuierung der Omikron-Variante auch auf einen vorbestehenden Immunschutz zurückzuführen ist und dass in Gegenden, in denen bislang noch ein sehr niedriger vorbestehender Immunschutz besteht, wir auch wieder eine deutlich höhere Case-Fatality-Ratio sehen. Das ist zum Beispiel Berichte aus Teilen von China. Die Frage in Richtung zukünftiger Varianten, es ist schon davon auszugehen, dass wir Immunantworten haben gegen auch sogenannte konservierte Bestandteile des Virus, des Spike-Proteins, dass wir dadurch eine Grundimmunität erzeugen, die auch vor zukünftigen Varianten vor schwerer Erkrankung schützt. Das alles unter dem Vorbehalt, dass wir natürlich zum Zeitpunkt heute nicht wissen, was beispielsweise Rekombinationen unterschiedlicher Viren oder weiterer Mutationen uns bescheren werden. Aber aus heutiger Perspektive, aus den Erfahrungen mit den bisherigen Virusvarianten, ist eben davon auszugehen, dass wir hier weiterhin auch durch diese drei Immunisierungen gegen den ursprünglichen Virus, gegen die ursprüngliche Virusvariante eine so gute Grundimmunität haben, dass hier die Verhinderung schwerer Erkrankungen zu einem hohen Maße gegeben ist. Der zweite Teil der Frage bezog sich auf eine durchgemachte Infektion mit Omikron ohne vorherbestehenden Impfschutz. Dazu gibt es, habe ich keine Daten
zur Wirksamkeit, zur Schutzwirkung gesehen. Es gibt meines Erachtens keine epidemiologischen Daten dazu in Populationen, die nicht immun sind und dann eine Omikron-Infektion durchgemacht haben. Ich gehe schon auch davon aus, dass auch eine Omikron-Infektion in einer immunnaiven Person zu einer relevanten Immunität führt, insbesondere auch wieder gegen Omikron oder Omikron-verwandte Varianten. Ich gehe auch davon aus, dass dort ein gewisser Schutz auch gegen schwere Erkrankungen auch durch andere Virusvarianten erzeugt wird. Das aber ungefähr vergleichbar wie dem nach ein oder zwei Impfungen oder einmaliger Infektion mit einer anderen Virusvariante, die dann ja auch wieder empfänglich, diese Personen sind ja weiterhin empfänglich für Infektionen durch die Omikron-Variante. Also es fehlen dazu letzten Endes Daten. Wir haben nur immunologische Daten, die nahelegen, dass eine alleinige Omikron-Infektion nicht in gleichem Maße neutralisierende Antikörper zum Beispiel induziert, wie Kombinationen aus Impfung plus eine Omikron-Infektion oder eine vollständige Impfserie mit drei Impfungen. Aber zur Wirksamkeit und zum Schutz einer alleinigen Omikron-Infektion kann man Stand heute nicht viel sagen, aber ich gehe doch auch hier von einem Grundschutz aus. Vielen Dank für Ihre Antwort. Herr Dr. Pantazis, bitte. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an Herrn Sander. Bitte erläutern Sie, ob nach dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft davon auszugehen ist, dass drei Antigenkontakte, also Impfung oder Genesung, gegebenenfalls auch in Kombination von beidem, zu einem hinreichenden Schutz sorgen können. Vielen Dank, Herr Professor Sander. Sie haben wieder das Wort. Vielen Dank, Leif-Erik Sander, Charité Berlin. Vielen Dank für die Frage. Wir haben bislang zu diesen unterschiedlichen, Immunisierungsserien, also beispielsweise eine zweifache Impfung und dann eine gefolgt von einer Durchbruchinfektion oder drei verschiedene Impfungen, haben wir insbesondere einige serologische Studien vorliegen, die nahelegen, dass das Ergebnis, das, was wir im Labor messen können, beispielsweise anhand von bestimmten Antikörpertests, sehr ähnlich ist. Das zeigen mehrere Studien und dass wir auch durch beispielsweise eine Infektion mit Omikron basierend auf einer vorbestehenden Immunität mit zwei Impfungen dann zu einer sehr breiten, sehr, sehr guten Immunantwort führt. Wie gesagt, das sind bislang serologische Messungen hauptsächlich. Wir haben die meisten Daten zum Schutz eben vor schwerer Erkrankung vorliegen von aus Großbritannien beispielsweise und die beziehen sich in der Regel auf drei Impfungen. Inwiefern eine doppelte Impfung und dann eine Durchbruchinfektion einen vergleichbaren Schutz bietet wie eine dreifache Impfung, ist also anhand von epidemiologischer Daten nicht zu belegen, aber alle immunologischen Korrelate, die wir messen können, legen eine Äquivalenz nahe. Und so herrscht auch in Fachkreisen eigentlich Einigkeit darüber, dass vermutlich dieser dreimalige Antigenkontakt, wie Sie ihn auch richtig nennen, dass das eine sehr gute, sehr schützende Immunität auslöst, also die Kombination unterschiedlicher Immunisierungswege. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Wagner, bitte mit Ihrer Frage. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an den Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, Herrn Dr. Fischbach. Die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung haben insbesondere tief in das Leben von Kindern und Jugendlichen eingegriffen und damit bei vielen von ihnen zu Beeinträchtigungen in ihrer individuellen Entwicklungschancen geführt. Inwieweit ist es vor diesem Hintergrund Ihres Erachtens nach notwendig, dass insbesondere die Impfquote bei Erwachsenen deutlich zu steigern ist, um für Kinder und Jugendliche eine künftige Belastung sie davor zu schützen? Vielen Dank. Herr Dr. Fischbach, Sie haben das Wort. Fischbach vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, Kinder gehören zu den Hauptleidtragenden der Pandemie und zwar ironischerweise gar nicht mal wegen ihrer primären Krankheitslast bedingt durch eine Infektion, die meist milde verläuft und nur in seltenen Fällen zu schweren Verläufen führt, sondern eben durch sekundäre Krankheitslast, die in der Regel den Pandemiemaßnahmen der letzten zwei Jahre geschuldet sind. Herr Wagner sprach schon an, dass sich sehr starke negative Entwicklungen auch verfestigt abzeichnen im Bereich Bildung, im Bereich Sozialkompetenz, im Bereich der psychischen Gesundheit.
Und es gibt Berechnungen, die darauf hinweisen, dass diese betroffene Generation bis zu 5% ihrer wirtschaftlichen Prosperität einbüßen wird. Das ist Stand heute. Dazu kommt dann, dass die Kinder einen relativ geringen individuellen Nutzen von der Impfung haben. Das heißt, wir impfen im Grunde die Kinder ganz wesentlich, um eben vulnerable Gruppen unter den Erwachsenen zu schützen. Das sind nur in einem geringen Teil Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Das sind ganz vorneweg Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Die Daten, die auch schon hier genannt worden sind, zum Teil zeigen ja, dass dreifach geimpfte Personen aus Risikogruppen ein geringes Risiko haben, auf einer Intensivstation zu liegen und vor allen Dingen zu sterben. Das DIVI-Register zeigt dies. Wir haben aber immer noch eine festgetackerte Impfquote von um die 76%. Und daran, das sage ich an dieser Stelle auch, wird auch Novavax nichts ändern. Das heißt, wir haben noch Millionen ungeimpfter Risikopatienten, die jetzt im Grunde durch die Kinderimpfung mit geschützt werden. Wir haben auf der anderen Seite natürlich auch Kinder, die noch gar nicht geimpft werden können, weil es keine zugelassenen Impfstoffe gibt oder weil es nur eine Teilempfehlung der Ständigen Impfkommission gibt. Herr Dr. Fischbach, vielen Dank für Ihre Antwort. Frau Behrendt, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die nächste Frage richtet sich an Herrn Professor Karan Gernidis vom DIVI-Register. Der Expertenrat hat in mehreren seiner Stellungnahmen die unzureichende Datengrundlage in der Pandemie kritisiert. Gehört zu einer verbesserten Datenlage Ihres Erachtens auch eine vollständige und systematische Erhebung von Daten zum Impf- und Genesenenstatus aller Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, um so Impflücken spezifischer quantifizieren, respektive adressieren zu können, beziehungsweise diese Daten in der elektronischen Patientenakte zu speichern? Herr Professor Karagiannidis. Herr Christian Karagiannidis, Einzelsachverständiger Uni Wittenherdecke. Vielen Dank für die Frage. Ich denke, es ist unabdingbar, dass wir eine bessere Datengrundlage schaffen zur Impfung und zu denjenigen, die geimpft sind und die auch besser verknüpfen mit den Daten, die wir im Moment haben. Ich würde sehr dazu raten, eine nachhaltige Lösung zu wählen, die sich auch nicht nur auf Covid ausrichtet, sondern auf die ganze Zukunft. Und mein Vorschlag ist, das Ganze nicht in die elektronische Patientenakte zu integrieren, weil ich glaube, dass es einfach zu lange dauern würde, im Laufe dieses Jahres oder des nächsten Jahres dies technisch auch umzusetzen, sondern ich würde sehr dafür plädieren, die etablierten Meldewege zu verwenden. Und wir haben sowohl mit der CovPass-App und anderen Apps schon den Impfstatus der Bevölkerung in weiten Teilen zur Verfügung. Über die Apotheken besteht zudem die Möglichkeit, dass diejenigen, die Apps nicht bedienen können oder das auf dem Handy oder Tablet nicht installiert haben, auch da besteht die Möglichkeit, dass man Daten weitergibt. Und ich würde sehr empfehlen, dass man dies an die Krankenkassen weitergibt, zum Beispiel über etablierte Wege wie Datensammelstellen, die zum Beispiel für die gesetzlichen Krankenversicherungen hoch etabliert sind, wo auch Arbeitgeber angeschlossen sind. Und dass dann alle Informationen bei den Krankenkassen gesammelt werden und dann nicht nur für eine Debatte über die Impfpflicht zur Verfügung stehen, sondern insbesondere auch für die Versorgungsforschung. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Antwort. Herr Mieves stellt die nächste Frage. Sie sind online dabei. Bitte, Sie haben das Wort. So ist es. Guten Morgen zusammen. Meine Frage richtet sich an Herrn Straußfeld, den Chef der Bitmark. Und ich würde gerne wissen, welche konkreten Umsetzungsmöglichkeiten Sie sehen, um den Impfstatus der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland auf möglichst digitalem Wege und auch unabhängig von der elektronischen Patientenakte zu erfassen. Und dabei sollte es idealerweise möglich sein, die noch nicht geimpften Personen anschließend individuell zu informieren oder anschreiben zu können. Und außerdem sollte es möglich sein, die aggregierten Formen in anonymisierter Form für Forschungszwecke zur Verfügung zu stellen. Und da wäre es klasse, wenn Sie dazu Stellung nehmen könnten, Herr Straußfeld. Vielen Dank für die Frage. Herr Straußfeld, Sie haben das Wort.
Andreas Strausfeld, ich bin Vorsitzender der Geschäftsführung der Bitmark-Unternehmensgruppe. Vielen Dank für die Frage. Lassen Sie mich zunächst zwei Sätze zur Bitmark sagen. Wir sind einer der großen IT-Dienstleister der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung. Wir erreichen bis zu 25 Millionen Versicherte mit unseren Leistungen, verteilt auf Ersatzkassen, Betriebskrankenkassen und Innungskrankenkassen. Und wir machen so interessante Dinge wie Entwicklung und Betrieb der elektronischen Patientenakte, aber auch den Datenaustausch zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern. Und in dem Sinne, vielen Dank für die Frage, mag ich anschließen an den Vorredner. Das ist genau einer der Punkte, den ich hier gerne einmal als Alternative anführen würde. Ich denke, wir müssen schauen, wo sind die Daten verfügbar, nämlich bei denjenigen, die das Impfen durchführen, beispielsweise Ärzte, Apotheken. Und da haben wir seit Jahren den Datenaustausch zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern über etablierte Standardformate, bewährte, stabile, technische, digitale Verfahren, also mit Sicherheit etwas, was aufgeführt werden könnte. Wir haben darüber hinaus, meine Damen, meine Herren, zwei weitere Punkte. Im letzten Jahr ist die Kommunikation im Medizinwesen, der Übertragungsdienst KIM, entwickelt worden, zusammen mit dem Partner Gematik, beispielsweise für das Übertragungsverfahren elektronische Arbeitsunfähigkeit. In meinen Augen durchaus eine interessante digitale Alternative. Und last but not least, das neue Verfahren der digitalen Gesundheitsanwendungen. Die entsprechenden Server stehen ebenfalls seit Mitte 2021 zur Verfügung. Und auch hier sehe ich durchaus Potenzial in der Nutzung abseits der elektronischen Patientenakte. Wichtig scheint mir zu sein, die Datenstrukturen müssen in sich konsistent und umfänglich beschrieben sein und aus meiner Sicht muss eine zentrale Plattform als Sammlung und zur Verfügungstellung für weitere Schritte, Sie sprachen Forschungszwecke an, zur Verfügung stellen. Aber sowas gibt es auch beispielsweise bei der IT-Service-Gesellschaft am GKV-Spitzenverband. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Antwort. Es werden weitere Fragen aus der Gruppe für die Impfpflicht ab 18 gestellt. Sie haben jetzt noch 12,5 Minuten Zeit für Fragen und Antworten. Herr Dr. Dahmen stellt die nächste Frage. Frau Vorsitzende, meine nächste Frage richtet sich wieder an die Deutsche Gesellschaft für Immunologie. Frau Professor Falk, was entgegnen Sie denjenigen, die wegen... Es hängt, wir hören Sie nicht. Dann würde ich übernehmen. Ja, Frau Herr Dr. Dahmen, wir haben Sie gerade nicht gehört. Frau Behrens übernimmt die Frage. Frau Behrens, bitte. Die Frage geht an Frau Professor Dr. Falk. Was entgegnen Sie denjenigen, die wegen der Impfdurchbrüche behaupten, dass man daran sehe, dass die Impfungen nicht schützten? Vielen Dank. Frau Professor Falk, bitte. Sie haben das Wort. Christine Falk, Deutsche Gesellschaft für Immunologie. Vielen Dank für die Frage. Die wird tatsächlich oft gestellt, die ist auch berechtigt, aber es ist das Gegenteil ist der Fall. Man sieht an den hohen Zahlen und den zum Glück wenigen Hospitalisierungen, wie gut die Impfung vor einem schweren Verlauf schützt. Das ist die Impfwirkung. Bei Omikron ist allerdings der Fall, dass diese Variante diese erste Abwehrfront im Nasenrachenraum überwinden kann, weil das Virus ein bisschen verändert ist, aber nicht ganz. Und deswegen können sich auch Menschen anstecken, die sogar dreimal geimpft sind. Aber dennoch ist dahinter dann die Abwehrfront des Impfschutzes, der mit den Impfungen aufgebaut wurde, aktiv und kann verhindern, dass das Virus sich im Körper ausbreitet und einen schweren Verlauf oder sogar eine tödliche Folge auslösen kann. Deswegen kann man sagen, es ist genau das Gegenteil der Fall. Dass man sich ansteckt, hat etwas mit der Virusvariante zu tun. Dass aber kein schwerer Verlauf daraus sich ergibt, hat etwas mit dem Impfschutz zu tun. Deswegen ist es wichtig zu betonen, dass es gerade jetzt sinnvoll und wichtig ist, sich impfen zu lassen, damit man dieser Welle gewappnet gegenübersteht und das Virus keinen Schaden ausüben kann. Vielen Dank. Danke, Frau Professor Falk. Herr Dr. Dahmen, bitte. Sie sind wieder da, dann können Sie die nächste Frage stellen.
neuer Versuch, ich hoffe, ich bin zu verstehen, dann würde ich die nächste Frage an den Einzelsachverständigen Herrn Sander von der Charité Berlin richten. Inwiefern ist davon auszugehen, dass bis zum Herbst diesen Jahres Fortschritte bei der Entwicklung von Arzneimitteln gegen Covid-19 die Notwendigkeit zum Schließen bestehender Impflücken der Erwachsenen obsolet werden lassen? Vielen Dank. Herr Professor Sander, bitte. Herzlichen Dank, Leif-Erik Sander, Charité Berlin. Es ist so, dass wir in der Tat im Vergleich zum Beginn der Pandemie deutlich bessere Behandlungsoptionen zur Verfügung haben. Hier gibt es neben antiviral wirkenden Substanzen, die oral verabreicht werden können, unter anderem sogenannte monoklonale Antikörper und auch bestimmte Therapien, die bei schwerkranken Patienten eingesetzt werden können. Aber trotz des Einsatzes dieser Medikamente erleben wir dennoch relativ schwere Krankheitsverläufe. Das Problem ist nicht immer die Verfügbarkeit solcher Medikamente, sondern möglicherweise auch die Logistik, diese Medikamente den Patienten verfügbar machen zu können, weil viele dieser Medikamente eben sehr früh im Krankheitsverlauf gegeben werden müssen, wenn sich Patientinnen und Patienten noch gar nicht in ärztliche Behandlung begeben und viele der Infektionen zunächst natürlich in den ersten Tagen mit relativ unspezifischen Symptomen einhergehen. Zudem ist es so, dass wir durchaus auch im Bereich einiger der Therapeutika Probleme erlebt haben durch eben die virale Evolution. Die Entstehung neuer Virusvarianten hat zum Beispiel die Wirksamkeit bestimmter Medikamente auch wieder unwirksam gemacht. Wir hoffen hier auf eine Fortentwicklung der Medikamente, um sie auch zukünftig zur Verfügung zu haben. Ich antizipiere jetzt aber nicht, dass wir im Herbst eine wesentlich andere Situation haben, als wir sie jetzt haben. Die Medikamente, die zurzeit in Entwicklung befindlich sind, werden, glaube ich, das Bild nicht grundsätzlich ändern. Wir haben jetzt ein besseres Repertoire als zu Beginn der Pandemie, können damit aber noch keinen riesengroßen Unterschied erzeugen, was nachher den Druck und die Belastung im Gesundheitssystem erzeugt. Das ist vielen Dank. Vielen Dank. Jemand hat das Mikrofon offen. Wir können jemanden hören, der nicht gehört werden sollte, zumindest jetzt. Machen Sie zu. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Dahmen. Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage richtet sich an die Einzelsachverständige Frau Professor Brinkmann. Sie haben zusammen mit allen Kolleginnen und Kollegen des Expertenrats vor gut einem Monat in der 6. Stellungnahme davor gewarnt, dass spätestens im Herbst das Risiko für erneute Infektionswellen besteht und hierbei bedacht werden muss, dass bisherige Virusvarianten wie der Delta-Serotyp weltweit weiter zirkulieren und neue Infektionswellen auslösen können. Gilt diese Warnung weiterhin und erläutern Sie vor diesem Hintergrund bitte die Notwendigkeit zur Steigerung der Impfquote in der Gesamtbevölkerung? Mhm. Dankeschön. Professor Brinkmann, bitte, Sie haben das Wort. Melanie Brinkmann, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Die kurze Antwort wäre ja. Unsere Stellungnahme vom 13. Februar 2022 ist weiterhin gültig. Es ist damit zu rechnen, dass es zu weiteren Infektionswellen kommt. Dies können weitere Infektionswellen sein mit veränderten Varianten, ausgehend von der Omikron-Variante, aber wie Sie auch schon sagten, von der Delta-Variante, die ja weiterhin auch noch weltweit zirkuliert. Und was aber auch passieren kann, ist, dass neue Varianten entstehen, die wir bislang noch nicht identifiziert haben. Was dazu wichtig zu sagen ist, ist, dass es kein Naturgesetz ist, dass Varianten milder werden in ihrer Pathogenität. Es kann so sein, dass sie milder werden. Es kann ähnlich sein wie jetzt, aber sie können auch zu schwereren Verläufen führen. Und daher, was wir eigentlich alle schon gehört haben, dass wir Impfstoffe haben, die sehr gut schützen und dass wir im Moment nicht davon ausgehen, dass wir den Schutz vor schwerer Erkrankung komplett verlieren, ist es nach wie vor wichtig, die Impflücke zu schließen. Danke. Vielen Dank für Ihre Antwort. Frau Behrens, bitte. Vielen Dank. Und meine Frage richtet sich auch noch mal an die Einzelsachverständige Frau Brinkmann.
Was lässt sich aus der bisherigen Virusevolution an Prognosen für die höhere Pathogenität und Infektiosität des SARS-CoV-2-Virus ableiten? Und ist es Ihrer Ansicht nach wahrscheinlich, dass weitere Mutationen alle mit einer vergleichbaren oder geringeren Pathogenität wie Omikron einhergehen, beziehungsweise Omikron die letzte Virusvariante in dieser Pandemie war? Frau Professor Brinkmann, bitte, Sie haben das Wort. Melanie Brinkmann, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Es ist ausgesprochen unwahrscheinlich, dass die jetzige Omikron-Variante die letzte Variante ist. Es ist davon auszugehen, dass das Virus sich weiter evolviert. Evolution bei Viren ist keine Einbahnstraße. Die Straße wird weiterführen und kann auch noch Abzweigungen nehmen. Und zur Pathogenität, das sagt sich eigentlich gerade schon, es ist kein Naturgesetz, dass Viren milder werden, dass sie sich abschwächen. Man muss dazu sagen, bei einem Virus wie SARS-CoV-2, was ja schon übertragen wird, bevor Symptome entstehen, besteht jetzt auch kein Selektionsdruck, dass das Virus mildere Verläufe verursacht. Es ist dem Virus sozusagen egal, weil es ja schon wieder übertragbar wird, wenn der Mensch noch gar nicht erkrankt ist. Von daher kann man es einfach im Moment nicht klar abschätzen, ob es noch zu einer pathogeneren Variante kommt, ob sie milder wird oder ob wir uns in dem Rahmen bewegen, in dem wir jetzt sind. Vielen Dank, Frau Professor Brinkmann. Herr Dr. Pantazis, bitte mit Ihrer nächsten Frage. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Professor Jansen. Hohes Alter ist als Risiko für einen schweren Verlauf bekannt. Gibt es weitere relevante Risikofaktoren, die bekannt sind? Und sind diese weiteren Risikofaktoren in unserem Land auf wenige Menschen beschränkt oder kommen diese nur bei Menschen in Verbindung mit hohem Alter zum Tragen? Danke. Vielen Dank, Herr Professor Jansen, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Damen und Herren, ich vertrete die Deutsche Gesellschaft Internistische Intensivmedizin. Ganz schnell, Alter ist unzweifelhaft ein relevanter Risikofaktor. Das gilt insbesondere für die über 75-Jährigen. Dennoch ist das Alter nicht an erster Stelle, sondern wie Daten des Robert-Koch-Instituts zeigen, die sind zugegebenerweise aus dem letzten Jahr, dass hämato-onkologische Erkrankungen mit Therapie, metastasierte solide Tumorerkrankungen, Demenz, Herzinsuffizienz, ein ganz wichtiges Krankheitsbild auch bei Jüngeren, Dialysepatienten, schwere Lebererkrankungen, Organtransplantation und alle Erkrankungen mit Schwäche des Immunsystems eine herausragende Rolle spielen. Und diese finden sich halt nicht ausschließlich bei den über 60-Jährigen, also der apostrophierten Zielgruppe, sondern auch deutlich darunter und will damit sagen, es lässt sich eigentlich keine eindeutige Altersgrenze ziehen, insbesondere nicht, da wir weder Altersgruppen noch Risikogruppen sinnvoll innerhalb der Gesellschaft, aber noch viel weniger sinnvoll innerhalb sozialer Zusammenhänge isolieren können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Jansen. Das sind die nächste Frage stellt Johannes Wagner. Es sind jetzt noch 2:20 für Frage und Antwort. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich mache es ganz kurz. Die Frage richtet sich an Herrn Hahn vom Deutschen Städtetag. Kann eine allgemeine Impfpflicht zur vollen Funktionsfähigkeit der kritischen Infrastruktur Kritis beitragen? Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Hahn, bitte, Sie haben das Wort. Am Deutschen Städtetag, vielen Dank für die Frage. Wir sehen gerade in den letzten Tagen und Wochen, dass die kritische Infrastruktur, die Personalsituation sehr angespannt ist. Durch die Schutzwirkung einer Das hakt leider. Vielleicht stellen Sie Ihr Video aus. Vielleicht können wir Sie dann verstehen. Herr Hahn, wenn Sie uns hören. Er hört uns nicht. Wenn Sie möchten, Herr Wagner, schreiben wir Ihnen die Zeit gut für den zweiten Block und stellen dann noch mal die Frage an Herrn Hahn. Oder möchten Sie die Frage an jemand anders richten? Sollen wir das so machen? Gut, dann rufen wir zu Beginn des nächsten Blockes Herrn Hahn noch mal für Ihre Gruppe auf. Dann stoppen wir genau die Zeit. Und jetzt geht das waren die Fragen der Gruppe
für Impfpflicht für alle. Und jetzt geht das Fragerecht über an die Fraktion der CDU-CSU, die ja als Fraktion einen Antrag eingebracht hat zum Impfvorsorgegesetz. Dafür stehen jetzt insgesamt in diesem Block 29 Minuten zur Verfügung. Herr Sorge, Sie stellen die erste Frage. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen, Herrn Professor Dr. Klaus Stöhr. Ich würde gern von ihm wissen, wie stellt sich nach Ihrer Einschätzung die aktuelle Corona-Situation in Deutschland dar und wäre die sofortige Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ab 18 Jahren zielführend für die aktuelle Situation? Vielen Dank. Dankeschön, Herr Professor Stöhr, bitte. Sie haben das Wort. Klaus Stöhr, Einzelsachverständiger. Also die gegenwärtige Situation in Deutschland unterscheidet sich nicht von der weltweit. Das Virus zirkuliert breit in der Bevölkerung. Kontaktbeschränkungen, auch Quarantänemaßnahmen sind relativ wirkungsarm bzw. wirkungsfrei. Man sieht in den Krankenhäusern, dass zwischen 50% bis 90% der Corona-positiv getesteten Patienten Zufallsbefunde sind. Also das Virus ist in der gesamten Population vorhanden. Es wird eben nur durch das intensive Testen und natürlich durch Erkrankungen wahrgenommen. Die gegenwärtige Situation ist auch dadurch gekennzeichnet, dass das Virus, das zirkuliert, relativ mildere Verläufe verursacht. Und die Frage ist die, Sie sagten, die Frage war die, was würde jetzt zielführend sein? Das kommt darauf an, wenn das Ziel wäre, mit einer allgemeinen Impfpflicht die Infektion zu reduzieren und auch im Einzelfall schwere Verläufe, dann könnte das sicherlich zielführend sein. Aber Pandemiebekämpfung aus meinem Blickwinkel heißt, die schweren Verläufe zu verhindern, die Krankheitslast zu reduzieren in einer Art und Weise, die auch gesellschaftlich verträglich ist. Gegenwärtig würde die allgemeine Impfpflicht dazu führen, dass die Einzelinfektionen zwar abnehmen würden, aber die Krankheitslast würde sich nicht dramatisch reduzieren. Außerdem würde es gegenwärtig, geht es auf den Frühling zu, der Infektionsdruck wird nachlassen. Bevor die Impfpflicht umgesetzt wäre in diesem Frühjahr, würde der Infektionsdruck dem Sommer entsprechen. Der liegt ungefähr 10- bis 15-fach geringer als im Winter. Also im Sommer wird die Infektkette auseinanderbrechen. Es wird nur noch das Virus wird auf sehr niedrigem Niveau weiter zirkulieren. Und definitiv wird es im Herbst wieder eine neue Atemwegserkrankungswelle geben, wie jedes Jahr bei allen Atemwegserkrankungen. Aber eine Impfpflicht jetzt würde keinen Unterschied machen. Vielen Dank. Nächste Frage stellt Dr. Kippels. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen, Herrn Professor Christian Karagiannidis. Wir haben Erfahrungen mit dem deutschen elektronischen Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz, DEMIS, mit dem Intensivregister. Wir machen Erfahrungen mit der elektronischen Patientenakte. Vor diesem Hintergrund, was halten Sie für notwendig, um zeitnah eine zuverlässige, sichere und zugleich einfach zu errichtende Datengrundlage mit entsprechender Aussagekraft über den Impfstatus der verschiedenen Altersgruppen in Form eines Impfregisters zu schaffen? Vielen Dank. Danke. Herr Professor Karagiannidis, bitte. Ja, Christian Karagiannidis, Einzelsachverständiger, Universität Wittenherdecke. Ganz grundsätzlich würde ich erstmal begrüßen, dass Daten erfasst werden, und zwar ganz systematisch von allen Versicherten in Deutschland, und würde das immer so gestalten, dass wir auf eine nachhaltige Lösung setzen, die schnell umsetzbar ist und die auch ökonomisch tragbar ist bei den Kosten, die wir nach 2 Jahren Pandemie hinter uns haben. Der Aufbau eines Registers braucht relativ viel Zeit und ist insbesondere immer mit relativ hohen Kosten für die dauerhafte Haltung verbunden, sodass ich dafür plädieren würde, dass wir etablierte Meldewege nutzen, die jetzt schon da sind, wo es auch Benutzerrechte gibt, wo es gesicherte Serverstrukturen gibt und wo es einfach auch eine Struktur gibt, wo man Patienten individuell Daten erfassen kann. Und das ist in diesem Fall, so wie Israel uns das als ein Beispiel vormacht, sind das die Krankenkassen, die diese Daten sammeln sollten. Und da es etablierte Wege zu den Krankenkassen gibt über Server, wir haben das eben schon mal gehört. Als ein anderes Beispiel möchte ich ITSG nennen,
die Datenannahme- und Verteiltstelle für die gesetzlichen Krankenversicherungen. Dort bestünde die Möglichkeit, dass wir relativ zeitnah Daten zum Beispiel aus der Kopfpass-App oder von Apotheken erfassen und an die Krankenkassen weiterleiten, sodass ich insgesamt glaube, dass dieser Weg a. nachhaltiger, vielleicht sogar kostengünstiger und insbesondere schneller ist als der Aufbau eines neuen Registers. Vielen Dank. Dankeschön. Frau Stöcker, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Josef Franz Lindner. Ist nach Ihrer Auffassung eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren mit einem Impfstoff, den wir noch nicht haben, gegen eine Mutante im Herbst, die wir noch nicht kennen, als Grundrechtseingriff vertretbar? Danke, Herr Professor Lindner, Sie haben das Wort. Ja, Josef Franz Lindner, Einzelsachverständiger, Universität Augsburg, Lehrstuhl für öffentliches Recht. In der gegenwärtigen Situation würde eine Impfpflicht auf Vorrat gewissermaßen ins Blaue hinein darstellen, da wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht wissen, ob und inwieweit tatsächlich dann im Herbst eine neue Welle, eine gefährlichere Welle mit einem problematischeren Virus kommt. Das heißt nicht, dass der Gesetzgeber jetzt Untätigkeit zeigen müsste. Vielmehr wäre angebracht ein geprüftes Verfahren, in dem man jetzt die Rechtsgrundlagen schafft, beobachtet, wie sich die Situation entwickelt und dann, wenn belastbar feststellbar ist, dass im Herbst eine gewichtige Variante droht, die auch das Gesundheitssystem zu überlasten droht, dass man dann in einem gesonderten zweiten Schritt die Impfpflicht gewissermaßen scharf schaltet und dann umsetzt. Aber jetzt eine Impfpflicht ins Blaue hinein einzuführen, halte ich für verfassungsrechtlich problematisch. Dankeschön, Herr Sorge. Ja, mit der nächsten Frage. Vielen Dank. Ich würde gerne noch mal an den Einzelsachverständigen Herrn Professor Stöhr eine Frage stellen. Und zwar, Sie hatten die aktuelle Corona-Situation dargestellt. Können Sie eine Prognose für die Pandemiesituation in Deutschland im Herbst abgeben? Und falls ja, wäre die sofortige Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ab 18 Jahren überhaupt zielführend, um einen Einfluss auf diese Situation zu nehmen? Vielen Dank. Herr Professor Stöhr, Sie haben das Wort. Klaus Stöhr, Einzelsachverständiger. Also die gegenwärtige Situation ist ja die, dass im Prinzip alle medizinischen Maßnahmen bereits ausgeschöpft sind, um die Auswirkungen der Pandemie zu minimieren. Das haben wir die Impfstoffe natürlich mit Nebenwirkungen. Es gibt ausgezeichnete Medikamente und es gibt ein belastbares Gesundheitswesen. Keines dieser Komponenten wirkt 100%. Es wird also weiterhin, weil es keine sterile Immunität gibt, Infektionen geben. Die Infektionen werden die betreffen, die geimpft sind, auch die genesen sind. Und das wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten wie bei den anderen saisonalen Atemwegserkrankungen auch weiterlaufen. Es wird also weiterhin Todesfälle geben, Erkrankungen, die man nicht verhindern kann. Das Armamentarium ist leider limitiert, das ist die Realität. Eine Impfpflicht, wenn man sie jetzt einführen wollte, müsste aus meiner Sicht sich auf die vulnerablen Gruppen konzentrieren, auf diejenigen, die die höchste Krankheitslast tragen. Nun könnte man argumentieren, dass das Gesundheitswesen hier überlastet werden könnte im Herbst. Die Frage für mich ist, gegenwärtig scheint es nicht so zu sein, wenn man sich die Hospitalisierungsraten und auch die Intensivstationsbelegung anschaut, bei einer Ausgangslage, die jetzt im Frühjahr schlechter ist als die im Herbst. Gegenwärtig sind noch nicht so viele Menschen haben noch nicht die natürliche Immunisierung bekommen. Die Durchseuchung wird ja passieren, ob wir das mögen oder ob wir das nicht mögen. Das ist eine Realität bei so einem Naturereignis. Das stand schon am Anfang der Pandemie fest. Die Ausgangslage ist also, weit weniger Leute als im Herbst werden eine natürliche Immunisierung haben. Und es ist biologisch plausibel, gibt es auch genügend Daten, die belegen, dass diese natürliche Immunität einen robusten Schutz liefert. Vor allen Dingen natürlich für die, die sich geimpft haben, aber auch für die, die nur die natürliche Immunität haben. Es werden sich bis zum Herbst hoffentlich noch einige, es werden nicht mehr sehr viele werden, impfen lassen. Und im Herbst wird die Ausgangssituation eigentlich ähnlich sein. Hoher Infektionsdruck, aber noch mehr Menschen genesen, noch mehr Menschen geimpft hoffentlich. Und dann kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass das Gesundheitswesen im Herbst dann überlastet sein soll. Was natürlich passieren wird, ist, dass irgendwann eine Immun-Escape-Variante auftaucht. Es gibt keine in der
Seuchenbekämpfung bekannte Rückfall eines Atemwegserregers in eine höhere Pathogenität in der modernen Wissenschaft. Dann müsste man das jemals mal zeigen, wo das schon mal vorgekommen ist bei einem der vielen Atemwegserkrankungen. Was aber passieren wird, ist, dass es eine Immun-Escape-Variante gibt, die zwischen 5% und 30% die Impf- oder die Immunitätswirksamkeit unterlaufen wird. Das kann schon im Herbst passieren, aber die Impfstoffe werden dann auch noch zu einem großen Prozentsatz her wirken. Aus meinem Blickwinkel heraus müsste man, wenn man eine Impfpflicht im Herbst möchte, sich konzentrieren auf die Gruppe, die die höchste Immunlücke hat. Die ist nicht bekannt. Es ist ja noch nicht mal genau bekannt, wie hoch die Immunisierungsraten in den einzelnen Bevölkerungsschichten und Altersgruppen ist. Und das wird sich ja verändern, ist ja dynamisch bis zum Sommer. Und wenn man da keine Studie startet und sich das anschaut, dann kann es gut sein, dass man unverhältnismäßig über 18 Jahren dann alle impft mit der Impfpflicht. Aber man impft ja daneben, weil man gar nicht richtig nachgeschaut hat, wo die Impflücke ist und ob das verhältnismäßig ist, auch im Vergleich mit den anderen Atemwegserkrankungen, sei mal aus epidemiologischer Sicht dahingestellt. Denn die Schwere des Erkrankungsverlaufes wird der anderer Atemwegserkrankungen ähnlich werden, wie der Influenza. Und da müsste man auch verhältnismäßig vorgehen, also mit einer Impfempfehlung bei den über 60-Jährigen und anderen Vulnerablen. Vielen Dank. Herr Dr. Krings stellt die nächste Frage. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an den Sachverständigen Dr. Robert Segmüller. Unter welchen Voraussetzungen kann eine Impfpflicht gegen das Covid-Virus verfassungskonform festgelegt werden? Erfüllen die vorliegenden Gesetzentwürfe diese Voraussetzungen, insbesondere natürlich bezogen auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und wiederum auch natürlich auf dessen temporales Element, also die Frage, dass eine Entscheidung für einen Grundrechtseingriff, eine definitive Entscheidung für einen Grundrechtseingriff natürlich nicht früher als notwendig zu treffen ist. Vielen Dank. Danke, Herr Dr. Segmüller, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Robert Segmüller, Einzelsachverständiger, Vorsitzender des Bundesdeutschen Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen, Richter am Bundesverwaltungsgericht und Vizepräsident des Berliner Verfassungsgerichtshofes. Die Einführung einer Verpflichtung über einen Immunitätsnachweis gegen das SARS-CoV-2-Virus zu verfügen, führt zu der Verpflichtung für die Betroffenen, sich nach den gesetzlichen geplanten Regelungen dreimal gegen dieses Virus impfen zu lassen. Das folgt aus dem Umstand, dass eine hinreichende Immunität gegen dieses Virus nach dem Plan dieser Gesetzentwürfe nur durch eine dreimalige Impfung gegen dieses Virus erreicht werden kann und nur maximal eine der Impfungen entfallen kann, wenn der Betroffene eine Infektion mit dem Virus überstanden hat. Die Einführung einer Verpflichtung gegen das Virus sich impfen zu lassen, greift vor allem in das Grundrecht der Betroffenen auf Leben und körperliche Unversehrtheit ein. Der Zuschnitt des Kreises der Impfverpflichteten muss zudem den Anforderungen des allgemeinen Gleichheitssatzes genügen. Ein Eingriff in das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit kann nur aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das wiederum den Anforderungen des Verhältnismäßigkeitsprinzips genügen muss. Das wiederum ist der Fall, wenn der Gesetzgeber mit dem Eingriff ein verfassungsrechtlich legitimes Ziel verfolgt, wenn der Eingriff zur Erreichung dieses Ziels geeignet im Sinne von zweckförderlich, erforderlich und angemessen ist. Erforderlich ist der Eingriff, wenn es kein gleich geeignetes Mittel zur Erreichung des Zieles gibt. Angemessen ist er, wenn die durch den Eingriff bewirkte Belastung nicht völlig außer Verhältnis zum Gewicht und der Bedeutung des verfolgten Zieles steht. Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz verpflichtet den Gesetzgeber, Gleiches gleich und Gleiches ungleich zu behandeln. Geschuldet ist mithin, das ist ganz wichtig, sachgerechtes Differenzieren, nicht anlassloses Gleichbehandeln. Der Zuschnitt des Kreises der Impfverpflichteten genügt den Anforderungen des Artikel 3, wenn er bezogen auf die Nicht-Impfverpflichteten sachliche Gründe von hinreichendem Gewicht für die Einbeziehung der Betroffenen in die Impfpflicht gibt. Außerdem, und das ist im vorliegenden Kontext fast noch wichtiger, darf es innerhalb des Kreises der Impfverpflichteten keine tatsächlichen Unterschiede von derartigem Gewicht geben, dass sich die Einbeziehung eines Teils der Impfverpflichteten in die Impfpflicht gegenüber einem anderen Teil als sachwidrig darstellt. Die genannten verfassungsrechtlichen Vorgaben legen dem Gesetzgeber umfangreiche Begründungslasten auf. Diese Begründungslasten werden die vorliegenden Gesetzentwürfe bisher nur unzureichend gerecht. Und die Anhörung heute bestätigt meinen Eindruck auch letztlich sowohl das verfassungsrechtliche Ziel, was mit der Einführung dieses Immunitätsnachweises verfolgt wird, bleibt bisher etwas im Wagen. Und wenn man als das Ziel ansieht, die
Sicherung des Gesundheitswesens vor Überlastung fehlt es bisher an einer tragfähigen Begründung, warum diese Überlastung im Herbst, Winter 2022, 2023 drohen soll. Die Gesetzentwürfe leiten das nicht aus der aktuellen Variante ab, diese Erwartung, dass eine solche Überlastung droht, sondern aus einer möglichen zukünftigen Variante. Und gerade wenn man mit Möglichkeiten in der Zukunft arbeitet, kann man verfassungsrechtliche Eingriffe eigentlich nur dann rechtfertigen, wenn jedenfalls eine gewisse tatsächliche Wahrscheinlichkeit dafür spricht, wenn es irgendwelche Tatsachen gibt, die diese Annahme auch nur ansatzweise rechtfertigen können. Letztlich, was wir alles heute gehört haben, gibt es aber nur die Erwartung, dass das alles möglich ist und allein der abstrakte Möglichkeit einer solchen Entwicklung reicht für einen Grundrechtseingriff jetzt noch nicht aus. Das Gleiche ist letztlich für die Frage der Eignung der vorliegenden Impfstoffe und der durch sie bewirkten Immunisierung zur Abwehr der in der Zukunft befürchteten Gefahren. Wir wissen eben heute nicht, wenn ich die Gesetzesbegründungen zugrunde lege, welche Varianten wir haben werden und wie gut die Impfstoffe und die durch sie produzierte Immunisierung auch gegen diese Varianten und die dann dadurch ausgelösten Erkrankungen wirken werden. Dementsprechend reicht die Begründung des Gesetzentwurfs für eine volljährige Impfpflicht noch nicht aus, um die von ihr angestrebte Impfpflicht zu rechtfertigen. Vielen Dank. Es stellen weiter Fragen Abgeordnete der CDU. CSU, Sie haben jetzt noch ungefähr 13 Minuten Zeit für Frage und Antworten. Als nächstes fragt Herr Oellers und der ist digital dabei. Bitte, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Dr. Christian Karagiannidis. Welchen epidemiologischen Mehrwert sehen Sie in einem Impfregister? Herr Professor Karagiannidis, bitte, Sie haben das Wort. Ja, Christian Karagiannidis, Einzelsachverständiger Uni Wittenherdecke. Der epidemiologische Mehrwert von dem Impfregister ist nur dann wirklich gegeben, wenn ich auch die Möglichkeit habe, das Ganze mit patientenindividuellen Daten zu verknüpfen, um sowas wie eine Impfeffektivität zu berechnen, um zu schauen, welche Patienten wirklich Risikogruppen sind, um zu schauen, wie sich das Waning, also die Abnahme des Impfschutzes, verhält, brauchen wir mehr als nur den Zeitpunkt der Impfung und den Impfstoff. Und wenn man ein Register aufbauen würde, wäre es aus epidemiologischer Sicht in meinen Augen zwingend notwendig, das mit anderen Daten im Gesundheitswesen zu verknüpfen, sodass ich dringend davon abraten würde, auf das Register primär zu setzen, sondern besser Strukturen zu nutzen, wo wir bisher schon patientenindividuelle Daten haben. Und das sind natürlich insbesondere die Krankenkassen, die sowohl die ambulante wie stationären Daten von den Patienten erfasst haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Winkelmeier-Becker, bitte mit Ihrer Frage. Ja, vielen Dank. Ich habe noch mal eine anknüpfende Frage an Professor Dr. Lindner. Und zwar, wie bewerten Sie die Vorteile eines aktivierbaren Impfmechanismus gegenüber einer sofortigen Einführung einer generellen Impfpflicht ab 18 Jahren beziehungsweise der Einführung einer Verpflichtung zum Nachweis einer Immunität gegen das Coronavirus SARS-CoV-2-Virus, vor allem eben unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit, aber auch dem Vorteil in Bezug auf die gezielte Entwicklung von Medikamenten oder Impfstoffen, gezieltem Vorgehen, gezielten Adressatenkreisen. Danke. Vielen Dank, Herr Professor Lindner, bitte. Josef Franz Lindner, Einzelsachverständiger, Lehrstuhl für öffentliches Recht, Universität Augsburg. Der Gesetzgeber ist jetzt in einer schwierigen Situation, weil er nicht abschätzen kann, wie sich die Entwicklung tatsächlich im Herbst entwickelt. Dass wir eine Welle kriegen, scheint ja unter den Sachverständigen sicher zu sein. Aber ob diese auch das Gesundheitswesen in einer Weise überlastet, dass das eine Impfpflicht jetzt rechtfertigen könnte, das ist eben offen. Herr Stöhr hat das ja auch recht anschaulich dargestellt. Aber wir wissen es eben nicht. Es könnte eben doch eine gewichtigere Lage eintreten mit einer größeren Gefahr der Überlastung des Gesundheitswesens. Und für diesen Fall muss man vorbauen. Das heißt, man kann zwar jetzt keine sofort umzusetzende allgemeine Impfpflicht einführen, man kann aber in einem gestuften Verfahren die Rechtsgrundlagen feststellen
festlegen und dann je nach wissenschaftlicher Expertise im Sommer oder auch vielleicht im September diese Impfpflicht dann aktivieren, in einem zweiten Schritt diesen Impfmechanismus gewissermaßen auslösen. Diese Regelungstechnik der Gestuftheit würde dem Gesetz einerseits die Möglichkeit geben, jetzt zu handeln, die Rechtsgrundlagen zu schaffen und dann nicht im Herbst vor dem Nichts zu stehen, wenn man jetzt nichts täte. Eine Impfpflicht, wie ich es schon sagte, ins Blaue einzuführen, bevor das Bundesverfassungsgericht vielleicht keinen Bestand hätte. Also eine gestufte Regelungstechnik, Gesetzesgrundlagen jetzt, Aktivierung gegebenenfalls später, ist nicht nur verfassungsrechtlich der bessere Weg, sondern er ermöglicht auch ein hinreichendes Maß an Flexibilität, das man vielleicht braucht, weil die jetzige, weil die Situation im Spätsommer oder Herbst eben nicht absehbar ist. Und insofern würde ich diesen Vorschlag des gestuften Impfmechanismus für verfassungsrechtlich gangbar halten. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben Sie zwischendurch nicht gut gesehen, aber die ganze Zeit verstanden. Vielen Dank. Frau Stöcker, bitte. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Dr. Robert Segmüller. Welche Ziele darf der Gesetzgeber von Verfassungswegen mit der Anordnung einer Verpflichtung zum Nachweis einer Immunität gegen das SARS-Virus verfolgen? Moment, da ist jemand freigeschaltet. Herr Professor Lindner, ich glaube, Sie müssten Ihr Mikro noch ausstellen. War die Frage bitte verständlich für den Kollegen Segmüller? Ja? Okay, gut. Das ist ja wunderbar. Dann Herr Dr. Segmüller, dann haben Sie jetzt das Wort. Ja, vielen Dank, Robert Segmüller, Einzelsachverständiger, Vorsitzender des Bundesdeutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen, Richter am Bundesverwaltungsgericht und Vizepräsident des Berliner Verfassungsgerichtshofes. Die Verfassung weist dem Gesetzgeber die Befugnis und damit das Recht und die Pflicht zur Gesetzgebung zu. Damit korrespondiert eine grundsätzlich thematisch unbegrenzte Befugnis des Gesetzgebers, gesetzgeberische Ziele innerhalb der ihm von der Verfassung zugewiesenen Gesetzgebungskompetenz zu verfolgen, soweit ihm die Verfassung nicht bereits auf der Ebene der Zielauswahl ganz ausnahmsweise Grenzen setzt. Solche können sich insbesondere, ich mache das jetzt aber nur als ein Beispiel von vielen denkbaren, aus der Menschenwürde-Garantie und der Garantie der in subjektive Rechte übersetzten Grundrechtsteil der Verfassung ergeben. Dieser denkt die Gesellschaft zunächst, und das ist in den vergangenen Jahren immer mal wieder ein bisschen aus dem Blick geraten, aus dem Blickwinkel jedes Einzelnen. Er erkennt, dieser Grundrechtsteil, das Recht jedes Einzelnen zu einer auf die eigene Einschätzung und Willensbildung gegründeten eigenen, eigenverantwortlichen Lebensgestaltung an. Eine Gesetzgebung, die darauf zielte, die eigenverantwortliche Entscheidung jedes Einzelnen über sein Leben am Maßstab seiner eigenen Einschätzung durch eine Lebensgestaltung am Maßstab des von der Mehrheitsmeinung für vernünftig Gehaltenen zu ersetzen, fehlte bereits von vornherein die verfassungsrechtliche Legitimation. Verfassungsrechtlich unbedenklich sind demgegenüber Ziele, die auf den Schutz Dritter in Situationen zielen, denen sie sich nicht entziehen können. Unbedenklich sind danach Einschränkungen der Lebensgestaltung zugunsten des Schutzes Dritter vor Gefahren, denen sie sich nicht entziehen können, sei es durch ein zumutbares Ausweichen, sei es durch zumutbaren Eigenschutz. Verfassungsrechtlich zweifelsfrei legitim ist danach das Ziel des Schutzes des Gesundheitssystems und anderer notwendiger gesellschaftlicher Versorgungseinrichtungen vor Überlastung. Schon auf der Ebene der Legitimität des Ziels muss der Gesetzgeber sich allerdings auch insoweit verfassungsrechtlicher Kontrolle stellen. Begründet er seine Gesetzgebungen mit Gefährdung für die Allgemeinheit oder Einzelne, erstreckt sich die verfassungsrechtliche Kontrolle auch darauf, ob die Grundlagen, aus denen der Gesetzgeber seine Gefahrenprognose abgeleitet hat, hinreichend zuverlässig sind und ob er die Annahme einer Gefahr darauf stützen durfte. Sind wegen Unwägbarkeiten der wissenschaftlichen Erkenntnislage die Möglichkeiten des Gesetzgebers begrenzt, so sich ein hinreichendes Bild zu machen, genügt es, wenn er sich an einer sachgerechten und vertretbaren Beurteilung der ihm verfügbaren Informationen und Erkenntnismöglichkeiten orientiert. Letztlich kann man also sagen, der Gesetzgeber muss, wenn er Gefahren abwenden will, schon den gesamten Sachverhalt, den er erreichen kann, zusammentragen und dann eben auch sachgerecht bewerten.
Gewendet auf die vorliegenden Gesetzentwürfe für die Einführung einer Impfpflicht kann ich nur sagen, weder die Tatsachengrundlage der Gefährdungseinschätzung des Gesetzentwurfs noch die Prognose selbst, dass dieses Gesundheitswesen im Herbst überlastet werden soll, genügt derzeit den verfassungsgerichtlichen Anforderungen. Schon die Tatsachengrundlage, auf der das erfolgt, ist schlichtweg zu schmal. Wenn ich mir die Gesetzesbegründung durchlese, der Gesetzentwurf gründet seine Einschätzung in den kommenden Wintermonaten, drohe eine Überlastung des Gesundheitswesens und gegebenenfalls weiterer Versorgungsbereiche im Wesentlichen darauf, dass es in dieser Jahreszeit erfahrungsgemäß zu einem starken Anstieg an Atemwegserkrankungen komme und das Risiko des Auftretens infektiöserer und pathogenerer Varianten des SARS-Virus CoV-2 bestehe. Es ist nicht ersichtlich, dass der Entwurf diese Erkenntnismittel, die da zur Verfügung stehen, schon voll ausgeschöpft hat. Soweit die drohende Überlastung mit dem gehäuften Auftreten von Atemwegserkrankungen, die nicht durch SARS-CoV-2-Virus ausgelöst werden, begründet, fehlen aussagekräftige Zahlen über die dadurch drohende Belastung des Gesundheitswesens, obwohl solche angesichts der angenommenen Regelhaftigkeit der Steigerung der Erkrankungszahlen vorliegen müssten. Der Gesetzentwurf erklärt die aus der von ihm benannten Tatsachengrundlage abgeleitete Gefahr zudem nicht sachgerecht und vertretbar. Der mögliche Anteil von Atemwegserkrankungen an einer Überlastung, das wird nicht eingeschätzt. Der Beitrag von Erkrankungen mit einer noch unbekannten Mutation zu einer möglichen Überlastung wird nicht näher konkretisiert. Er bleibt als abstrakte Möglichkeit ohne konkrete Tatsachengrundlage hinsichtlich einer Quantifizierung im Abstrakten stecken. Das genügt den verfassungsrechtlichen Anforderungen jedenfalls noch nicht. Dankeschön. Vielen Dank. Und dann fragt Dr. Kippels, bitte. Vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Die Frage richtet sich jetzt an den Deutschen Caritasverband. Wie bewerten Sie die Überlegungen zur Einführung eines Impfregisters und an welcher Stelle sollte diese administriert werden? Gehen Sie dabei insbesondere auf die Unterschiede zwischen Krankenkassen einerseits und sonstigen staatlichen Stellen ein? Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Fix. Sie haben das Wort. Sie haben jetzt noch 2,5 Minuten Zeit. Bitte sehr. Vielen Dank für die Frage. Wir sehen die Administration über die Krankenkassen, die die beiden Gesetzentwürfe, Gruppenantrag, allgemeine Impfpflicht und Impfpflicht 50 vorsehen, wirklich als sehr kritisch an und setzen uns dafür ein, dass eine Impfpflicht und wir stehen dabei für die Einführung einer bedingten allgemeinen Impfpflicht, nebenbei bemerkt, dass diese administriert werden sollte über eine staatliche Stelle. In anderen Worten bedarf es dafür des Aufbaus eines Impfregisters. Die Krankenkassen verfügen heute nicht über diese Daten. Und wir sehen vor allem, wir haben vor allem Bedenken dahingehend, dass die Krankenkassen einfach ordnungspolitisch auch nicht die Aufgabe haben, eine Gesundheitsbehörde oder gar eine Ordnungsbehörde darzustellen oder zu solchen Aktivitäten auch beizutragen, indem sie zum Beispiel stichprobenartige Kontrollen durchführen sollen, wie in beiden Gruppenanträgen vorgesehen. Ein weiteres Gegenargument ist für uns und sei die Gruppe auch nicht so groß, auch die Tatsache, dass wir in Deutschland immer noch Nichtversicherte haben, die über die Krankenkassen weder bei der Impfpflicht für alle über 18 noch bei der Impfpflicht 50 erfasst werden können. Und des Weiteren sehe ich auch nicht die Möglichkeit, dass Krankenkassen wirklich effiziente Beratungsmöglichkeiten oder gar Impfangebote unterbreiten könnten. Im Ergebnis führt es dazu, dass wir uns für die Übertragung der Aufgabe der Administration einer Impfpflicht über eine staatliche Stelle einsetzen. Diese könnte dann auch und sollte auch ein Einladungswesen organisieren und auch ein Erinnerungswesen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Die Gruppe hat jetzt noch 30 Sekunden. Möchten Sie noch die Frage stellen oder die übertragen die 30 Sekunden auf den zweiten? Ja, okay, dann nehmen wir das so auf. Vielen Dank. Dann geht das Fragerecht jetzt über an die AfD-Fraktion, die ja auch einen Fraktionsantrag eingebracht hat für keine Impfpflicht. Und Sie haben 12 Minuten jetzt Zeit für Fragen und Antworten. Und es beginnt der Abgeordnete Sichert. Bitte, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank.
Die erste Frage geht an den Einzelsachverständigen, den Datenanalysten Tom Lausen. Sie haben sich mit Daten zu Corona und den Impfungen beschäftigt und damit eine bessere Datenübersicht geschaffen als die staatlichen Stellen. Welche Mängel sehen Sie bei den Gesetzesentwürfen, die eine Impfpflicht vorsehen? Dankeschön. Herr Lausen, bitte, Sie haben das Wort. Tom Lausen, Datenanalyst aus Gründeich. Vielen Dank für die Frage. Ja, wenn es um die Mängel geht, dann möchte ich bitte auf Folgendes hinweisen. Als Datenanalyst sehe ich offenbar Daten, die die anderen noch gar nicht berücksichtigt haben. Beim Paul-Ehrlich-Institut, auch das Bundesverwaltungsgericht und auch die INEC-Krankenhausdaten weisen aus, dass durch die Impfung Menschen sterben. Und wenn durch die Impfung Menschen sterben oder schwer beschädigt werden, indem sie hospitalisiert werden oder auch danach eine schwere Schädigung haben, dann gehört das aus meiner Sicht, zumindest von der Anzahl der Daten her, in die Impfpflichtgesetzesentwürfe. Denn Sie müssen ja nicht nur darüber entscheiden, welches gute Ziel Sie haben, sondern auch, welchen Schaden Sie möglicherweise anrichten und ob das verfassungsrechtlich überhaupt zulässig ist. Also das würde ich kritisieren. Dankeschön. Herr Sichert, fahren Sie fort mit Ihrer Frage. Ja, vielen Dank. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat ja leider ihre Teilnahme abgesagt. Daher würde ich jetzt mal die Deutsche Krankenhausgesellschaft fragen, in der Hoffnung, dass die dazu Daten haben. Herr Sichert, Verzeihung, Herr Dr. Gassen ist in der Leitung. Wenn Sie möchten, können Sie auch an ihn Ihre Frage richten. Okay. Wunderbar. Dann würde ich mal die Kassenärztliche Vereinigung fragen, wie viel Mal mehr wurde 2021 gegenüber den Vorjahren geimpft und wie viel Mal mehr Nebenwirkungen wurden kodiert? Herr Dr. Gassen, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, danke für die Frage. Andreas Gassen, Kassenärztliche Bundesvereinigung. Also die Daten zu einer Mehr an Nebenwirkungen sind für uns ad hoc so nicht verfügbar. Es gibt die üblichen Meldewege an das Paul-Ehrlich-Institut, wo gravierende Impfnebenwirkungen dokumentiert werden. Ich könnte hier jetzt Ihnen grundsätzlich nur sagen, dass die Impfkampagne insgesamt natürlich deutlich an Fahrt verloren hat. Wir also wesentlich weniger impfen, könnte aber nicht bestätigen, dass wir auf der anderen Seite jetzt eine dramatische Zunahme an relevanten Impfnebenwirkungen haben. Das war tatsächlich ein Phänomen, was wir vor allen Dingen ja im letzten Jahr während der AstraZeneca-Kampagne auch medial sehr wirksam wahrgenommen haben. Da verfügt im Zweifel das Paul-Ehrlich-Institut über die üblichen Impfkomplikationsmeldewege, über die präziseren Daten. Dankeschön. Herr Sichert, bitte. Ja, dann würde ich gleich bei der Kassenärztlichen Vereinigung bleiben. Ich wüsste ganz gerne, Sie müssen ja gemäß § 13 Absatz 5 Infektionsschutzgesetz regelmäßigen Abständen müssen ja die Kassenärztlichen Vereinigungen die Daten der Diagnosecodes für Impfnebenwirkungen an das Paul-Ehrlich-Institut und das Robert-Koch-Institut melden. Und da wüsste ich gerne, in welchen Zeitabständen laufen denn diese Meldungen? Danke. Und Herr Dr. Gassen, fahren Sie gern fort. Die melden die Kassenärztliche Vereinigung, melden ja nicht die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Deshalb, also wir melden die gar nicht. Stellen Sie sich ganz kurz vor, einmal. Ja, also Andreas Gassen, Kassenärztliche Bundesvereinigung. Wir melden die Daten ja nicht, sondern das melden die Kassenärztlichen Vereinigung, weil dahin die Ärzte melden. Dankeschön. Herr Sichert. Okay, das heißt, ich verstehe Sie richtig. Sie haben als Kassenärztliche Bundesvereinigung auch zu diesen Diagnosecodes, die es da gibt, diese vier verschiedenen Diagnosecodes und so weiter, keinerlei Daten und auch keine Daten darüber, wie regelmäßig die Kassenärztlichen Vereinigungen an das Paul-Ehrlich-Institut und Robert-Koch-Institut melden. Da wünschen Sie jetzt eine Antwort von Herrn Dr. Gassen. Ja, genau. Bitte, Herr Dr. Gassen, bitte. Herr Gassen, Kassenärztliche Bundesvereinigung. Also wir haben da keine tagesaktuellen Daten. Ich kann das gerne mitnehmen und wir können Ihnen die entsprechenden Daten werden nach Abfrage zukommen lassen. Aber ich kann das so aus dem Stand jetzt nicht liefern. Danke. Herr Sichert. Ja, das wäre wunderbar, wenn Sie die Daten dann im Nachgang vielleicht schriftlich zukommen lassen würden. Frage an den Sachverständigen Tom Lausen. Wie viel Mal mehr wurde denn 2021 gegenüber den Vorjahren geimpft und wie viel Mal mehr Nebenwirkungen wurden gemeldet? Herr Lausen, Sie haben das Wort. Tom Lausen, Datenanalyst aus Gründeich. Ja, also ich dachte, dass eigentlich in einer solchen Debatte die Zahlen immer verfügbar sind, gerade wenn es um eine Impfpflicht geht, dass natürlich dann auch bekannt sein muss, wie viel mehr Schaden könnte eine Impfung anrichten, die neu ist. Ich gebe mal ein paar Zahlen. Im Jahr 2020 wurde nach dem Arzneimittelatlas 47,3 Millionen Impfdosen wurden verspritzt bzw. injiziert.
und die hinzugekommenen in 2021 durch die Covid-19-Impfstoffe sind etwa 149 Millionen. Das heißt also, wir haben etwa eine 4,2-fach höhere Verimpfung von Impfstoffen. Und ich habe mir das mal aufgeschrieben, wenn wir die Krankenhausdaten hinzuziehen, also die Nebenwirkung für schwerwiegende Impfnebenwirkungen, also Hospitalisierung, dann haben wir Impfkodierungen, die 16-mal höher sind, also 4,2-mal mehr geimpft, aber 16-fache höhere Erhöhung bei den schwerwiegenden Nebenwirkungen. Und wenn man das Paul-Ehrlich-Institut bzw. den Sicherheitsbericht nimmt, da haben wir etwa 30.000 schwerwiegende Nebenwirkungen, dann sind wir beim 22-fachen gegenüber dem, was in der Vergangenheit an Impfnebenwirkungen bei den 47,3 Millionen Impfungen herausgekommen ist. Herr Sichert, bitte. Ja, vielen Dank für diese Daten. Die sind ja schon massiv. Meine nächste Frage würde an den Sachverständigen Professor Burkhardt gehen. Professor Burkhardt, Sie und Ihr Team haben ja zahlreiche nach Impfung Verstorbene obduziert. Erste Frage, ist das Spike-Protein für den Körper ein Gift? Herr Professor Burkhardt, Sie haben das Wort. Ja, danke. Arne Burkhardt, emeritierter Extraordinarius für allgemeine Pathologie und spezielle Pathologie der Universität Bern-Schweiz. Und ich vertrete 10 international kooperierende Wissenschaftler, die sich diesem Problem gewidmet haben. Zur Frage, das Spike-Protein ist ohne Wenn und Aber, und das ist international festgelegt, ist ein Gift. Außerdem sind natürlich in den Impfstoffen weitere Gifte, insbesondere diese Nanolipidpartikel, vorhanden und es sind Verunreinigungen nachgewiesen worden. Das Problem ist natürlich zunächst, der Begriff Gift sagt ja noch nicht, dass es dadurch Schaden im Körper gibt. Wir alle nehmen Gifte mit den Nahrungsmitteln zu uns. Viele von uns trinken Alkohol, das ist auch ein Gift. Damit wird der Körper fertig. Das Problem ist mit dem Gift Spike-Protein. Davon wissen wir noch fast nichts. Sie wissen weder in welchen Zellen es dann produziert wird. Also wir wissen natürlich, dass Virus produziert ist, aber welche Zellen sich damit im Körper beschäftigen, welche Zellen aufgrund der Stimulation der Impfung diese Spike-Protein produzieren. Man ging ursprünglich davon aus, in den lokalen Muskelzellen. Wir wissen inzwischen, dass es praktisch in allen Organen nachgewiesen ist bis zu einer gewissen Zeit. Und wir stehen hier ja vor dem Problem bis vor langer Zeit, dass wir dieses Gift im Körper in den Schnitten nicht nachweisen können. Und da befanden wir uns eigentlich, wir, also alle Pathologen, vor dem Problem, wie es ein Richter oder ein Polizist hätte, wenn ein Richter einen Autounfall abklären sollte und der Verdacht besteht, der Fahrer war alkoholisiert. Wenn wir im Zeitalter gelebt hätten, wo wir keine Alkoholnachweise entweder durch Pusten oder Blasen gehabt hätten, dann hätten wir uns auf den Gang des Patienten, des Fahrers, Entschuldigung, verlassen müssen. Und dann hätte der eine gesagt, na ja, er geht ein bisschen unsicher, aber er ist auch 80 Jahre, also wahrscheinlich ist das altersbedingt. Oder der andere sagt, na, der torkelt, aber da ist wahrscheinlich Alkohol. Aber der Beweis wäre nicht zu erbringen gewesen. Und deswegen in praktisch allen Obduktionen, die bisher in Zusammenhang mit der Impfung Verstorbenen gemacht wurden, in fast allen dieser Obduktionen wurde ein Giftnachweis in den Geweben, der jetzt möglich ist, nicht erbracht. Danke. Vielen Dank. Herr Sichert, bitte. Ja, weitere Frage an Professor Burkhardt. Die mRNA wurde ja in Lymphknoten bis zu 8 Wochen nach der Impfung noch nachgewiesen. Bis heute weiß niemand, wie viel des giftigen Spike-Proteins im Körper produziert wird und wie lange das geschieht. Das ist ja durchaus eine wichtige Frage, denn schon der berühmte Paracelsus sagte, die Dosis macht das Gift. Haben Sie dazu Erkenntnisse, wie lange nach der Impfung konnte das Spike-Protein im Körper denn noch nachgewiesen werden? Bitte schön, Sie haben noch knapp 2,5 Minuten für die Beantwortung. Herr Professor Burkhardt.
Wir hören Sie nicht. Stellen Sie Ihr Mikro an, bitte. Jetzt, genau. Ja, wir haben bisher in 6 Fällen diese Zusatzuntersuchungen, also den Nachweis von 2 Proteinen, natürlich mit Negativnachweis von Proteinen durchgeführt. Und in einem Fall konnten wir das Spike-Protein noch 128 Tage nach der Impfung in den Gefäßwänden nachweisen. Herr Siechert, wir haben noch 1,5 Minuten. Fahren Sie bitte fort, ja, mit Ihrer Frage. Vielen Dank. Also 128 Tage, das ist ja, sind ja etliche Monate nach der Impfung. In welchen Organen haben Sie denn Schäden durch das Spike-Protein der Impfung gefunden und wie massiv waren diese Schäden, die dort gefunden wurden? Sie richten Ihre Frage auch noch mal an Professor Burkhardt, ja? Jawohl. Bitte, dann haben Sie das Wort, Herr Professor Burkhardt. Ja, wir haben einmal noch mal vorstellen, jedes Mal Fällen wieder, bitte. Ja, wir haben in den insgesamt 40 obduzierten Fällen praktisch in allen Organgeweben und vor allen Dingen im Gefäßsystem, in Herz und Gehirn zeigen können, dass dort Schäden vorlagen, und zwar durchgehend bei fast allen, die wir untersucht haben, die übereinstimmend sind, wie wir sie sonst bei toxischen Einwirkungen beobachten. Und diese wurden von ungewöhnlichen Entzündungsreaktionen begleitet, was einen intervitalen Schaden belegt. Und wie gesagt, wir haben dann den weiteren Beweis des Vorhandenseins von Spike-Protein geführt. Danke. Vielen Dank. Das Fragerecht geht damit über an die Gruppe rund um die Abgeordneten Kubicki und Aschenberg-Duknus. Frau Aschenberg-Duknus, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. 8 Minuten Zeit, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an Frau Professor Rostalski. Wie bewerten Sie eine Impfpflicht aus rechtlicher und vor allem verfassungsrechtlicher Sicht? Vielen Dank. Danke, Frau Professor Rostalski. Bitte, Sie haben das Wort. Rostalski, Lehrstuhl für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität zu Köln. Vielen Dank für die Frage. Meine Bewertung im Hinblick auf die gesetzliche Impfpflicht stützt sich auf folgende Erwägungen. Wir müssen uns zunächst klar machen, dass wir es hier nicht mit einem bloßen Pieks zu tun haben, sondern mit einem Grundrechtseingriff von einiger Bedeutung. Es geht um das Rechtsgut der körperlichen Integrität, das eng verwoben ist mit dem Grundrecht auf Lebensschutz. Und darüber hinaus hat eine Impfung, die gegen den Willen des Einzelnen erfolgt, auch eine Würdedimension. In unserer Rechtsordnung kommt jedem Menschen ein Wert an sich zu. Jeder besitzt eine Würde, die nach der Verfassung auch unantastbar ist. Das sage ich deshalb, weil wir eine große Eingriffsintensität haben und daran knüpft sich dann auch eine erhebliche Begründungslast für den Staat. In einem Rechtsstaat liegt die beim Staat. Aus meiner Sicht lässt die sich im Hinblick auf die verfügbaren Vakzine, im Hinblick auf Covid-19 nicht erbringen. Warum? Die Entscheidung über eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht wird derzeit in einer Situation höchster empirischer Ungewissheit diskutiert. Wir haben davon schon gehört, die bestehenden Unsicherheiten haben erheblichen Einfluss auf die rechtliche Bewertung. Einige Beispiele. Wir haben erhebliche Wissensdefizite zur Wirksamkeit der vorhandenen Vakzine im Hinblick auch gerade auf die Wirkdauer. Wir wissen nicht, was gilt im Hinblick auf künftige Varianten. Wir kennen sie ja noch nicht einmal, also liegt das natürlich in der Natur der Sache. Wir können also nicht sagen, wie werden die Menschen sich impfen lassen müssen, mit wie vielen unterschiedlichen Vakzinen und über wie viele Jahre, also welchen Zeitraum. Damit sei nicht gesagt, dass am Impfen zu zweifeln sei. Es bestehen aber erhebliche Zweifel daran, dass die eingesetzten Impfstoffe die Eignung haben, signifikant auf das Infektionsgeschehen einzuwirken. Und solange das nicht geklärt ist, bedeuten diese Ungewissheiten, dass eine Impfung nicht verpflichtend angeordnet werden darf. Vielmehr bedarf es der Freiwilligkeit, also der Einwilligung des Betreffenden zur Durchführung des Eingriffs. Um dem verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gerecht zu werden, müssen staatliche Eingriffe in erster Linie geeignet sein. An dieser Eignung zur relevanten Entlastung des Gesundheitssystems, und das ist der Zweck, über den wir sprechen, nicht etwa eine erhöhte Impfquote oder andere Dinge, es geht um die Entlastung des Gesundheitssystems. Hieran zweifle ich noch aus einem weiteren Grund. Nicht nur, dass wir in anderen Ländern gesehen haben, mit einer sehr hohen Impfquote, dass es gleichwohl immer noch sehr eingriffsintensiver weiterer Corona-Schutzmaßnahmen bedurfte. Die Impfpflicht war und ist also nicht der Heilsbringer.
als der sie manche offenbar sehen. Wir werden also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch auf andere Maßnahmen nicht verzichten können. Das sollte aus meiner Sicht auch offen kommuniziert werden. Aber nicht nur dies spricht gegen die Eignung im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes hinzutritt, dass ich nicht überzeugt bin, dass wir durch diese Maßnahmen eine signifikante Steigerung der Impfquote in Deutschland erlangen werden. Die aktuelle Allensbach-Umfrage spricht, nur 2% derjenigen, die heute ungeimpft sind, wären dazu bereit, sich infolge einer Impfpflicht impfen zu lassen. Hier ist also im Hinblick auf den Schutz des Gesundheitssystems wenig gewonnen. Ich komme zur zweiten Stufe der Verhältnismäßigkeitsprüfung der Erforderlichkeit. Auch hieran lässt sich mit guten Gründen zweifeln. Haben wir wirklich alles getan, um die Menschen zu einer freiwilligen Impfung zu motivieren? Niedrigschwellige aufsuchende Angebote sind aus meiner Sicht gerade angesichts dieser aktuellen Umfrage nach wie vor das Mittel der Wahl, von dem wir uns auch einen größeren Erfolg erwarten sollten. Gegen eine gesetzliche Impfpflicht sprechen zudem ungeklärte Fragen nach der praktischen Durchsetzung der Maßnahme. Wir müssen mit einer hohen Zahl an Impfverweigerern rechnen. Diejenigen, die schon heute nicht geimpft sind, möglicherweise aber auch viele von denen, die sich anfangs freiwillig haben impfen lassen im Hinblick auf neue Vakzine und immer wieder wiederholte Auffrischungsimpfungen, ihrerseits aber kritisch werden. Wie möchte der Staat dem begegnen? Instrumente wie unmittelbarer Zwang zur Impfung sind aus meiner Sicht verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen. Man kann aber aus meiner Sicht auch nur warnen vor massenhaften Zwangsvollstreckungen, denn auch diese werden unser Bild von der Pandemie auf Jahre negativ prägen. Wobei überhaupt fraglich ist, wie der Staat all dem tatsächlich Herr werden möchte. All die Impfverfahren werden unsere Verwaltung und unsere Gerichte über Jahre über die Belastungsgrenze hinaus treiben. Und dabei möchte ich noch einen Punkt nennen. Es ist aus meiner Sicht kein gutes rechtliches Argument zu sagen, wir haben auch andere Pflichten, die wir nicht zu 100% durchsetzen können. Dann kommt häufig der Vergleich etwa mit der Gurtpflicht, die dann auch nur punktuell überprüft wird. Eine solche Impfpflicht ist für uns doch nur dann nützlich, wenn sie nahezu zu 100% durchgesetzt werden kann. Wenn wir aber von vornherein wissen, dass das schon nicht gelingen kann, dann ist eine solche Impfpflicht schlicht und ergreifend nicht geeignet. Hinzu kommt, wir erleben schon heute massive gesellschaftliche Verwerfungen im Hinblick auf unsere Corona-Politik. Wir haben einen Meinungsumschwung in der Politik erlebt, den werden viele nicht verzeihen. Die Gründe des Einzelnen sind ganz unterschiedlich, weshalb er sich nicht impfen lassen möchte, und nicht alle davon sind moralisch-ethisch zu verwerfen. Corona trifft die Menschen in ganz unterschiedlicher Weise. Für die Jüngeren, wir haben es gehört, es ist kein so erhebliches Risiko für die Risikogruppen. Bürgerinnen und Bürger haben sich sehr solidarisch gezeigt. Es könnte der gefährliche Eindruck entstehen, dass durch eine solche Impfpflicht Solidarität überstrapaziert wird. All das ist eine Gefahr für das Vertrauen in unseren Staat. Die Demokratie setzt aber auf dieses Vertrauen. Und ich frage mich ernstlich, wie man eine solche Pflicht durchsetzen möchte, die auch individuell mit erheblichen Ängsten bei einzelnen Bürgerinnen und Bürgern verbunden ist. Und zuletzt, so einschneidende Maßnahmen wie eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht lassen sich auch aus meiner Sicht rechtlich nicht mit Risiken begründen, die bloß hypothetisch denkbar sind, für deren Realisierung aber derzeit überhaupt keine Anhaltspunkte bestehen. Dass also etwa irgendwann eine Variante kommen könnte, die gefährlicher ist, viel ansteckender ist als Omikron, das legitimiert keine gesetzliche Impfpflicht, solange dieses Risiko bloß im Reich der gedanklichen Möglichkeit vorherrscht und nicht hinreichend konkretisiert ist. Lassen Sie abschließend noch ein kurzes Wort zum Vorschlag der Impfpflicht ab 18. Ich erhalte die Nachricht aus Gruppe, dass die Frage beantwortet ist. Vielen Dank für Ihre Antwort. Frau Aschenberg-Duknus, Sie haben noch eine Minute jetzt. Bitte. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an die GKV. Frau Dr. Pfeiffer, die Krankenkassen sollen ja eine zentrale Rolle einnehmen. Wie ist das zu bewerten und ist die Rolle für Sie leistbar? Danke sehr. Bitte kurze Antwort. Frau Dr. Pfeiffer, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Pfeiffer, GKV Spitzenverband. Also zunächst will ich sagen, dass wir deutlich für eine Erhöhung der Impfquote sind und wir uns auch an keiner Stelle gegen eine Impfpflicht ausgesprochen haben. Wir haben aber in beiden Anträgen zur Impfpflicht Aufgaben, die eine Kontrolle der Impfung der Versicherten vorsehen. Das sehen wir nicht als Aufgabe der Krankenkassen. Es sind einige
organisatorische Probleme zu bewältigen, wenn also jetzt Briefe geschrieben werden zu Informationen über die Impfpflicht, personalisierte Schreiben, 60 Millionen, das wird einfach in dem Zeitraum, der vorgesehen ist, nicht zu schaffen sein. Deswegen wäre dort eine öffentliche Kampagne durch den Bund, durch die BZGA mit entsprechender medialer Aufklärung eine Alternative, weil das andere ist zurzeit nicht leistbar. Vielen Dank. Damit geht das Fragerecht jetzt über zu der Gruppe Impfpflicht ab 50 rund um den Abgeordneten Professor Ullmann. Und Herr Professor Ullmann stellt auch die erste Frage. Sie haben für diese Runde 7 Minuten. Bitte, Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Die erste Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Dr. Stefan Rixen. Herr Professor Rixen, wie bewerten Sie aus juristischer Sicht die Verhältnismäßigkeit und die Angemessenheit des Gesetzentwurfs der verpflichtenden Impfberatung und einer potenziellen Impfpflicht ab 50 Jahren im Vergleich zur allgemeinen Impfpflicht? Vielen Dank, Herr Professor Rixen, bitte. Öffentliches Recht, Universität Bayreuth. Vielen Dank für diese Frage, die ich so beantworte. Der Entwurf ist in jedem Fall verfassungsgemäß. Aber für mich noch wichtiger, er ist deshalb überzeugend, weil er mit großem verfassungsrechtlichen Fingerspitzengefühl ans Werk geht. Das gilt zum einen, die Argumente haben wir schon gehört von den Kollegen Lindner und Segmüller, mit Blick auf die tatsächliche Lage. Wir haben so viele Ungewissheiten in tatsächlicher Hinsicht, dass allein abstrakte Möglichkeiten hätte, wäre, könnte nicht ausreichen kann. Insofern ist der Gesetzentwurf mit gutem Grund sehr behutsam. Aber er ist auch nicht blauäugig, sondern er geht eben gestuft vor, weil zunächst ein milderes Mittel gewählt wird, was mit Blick auf die in Rede stehenden Grundrechte, körperliche Unversehrtheit und, das ist bislang heute noch nicht erwähnt worden, auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Das Verfassungsgericht schützt auch Gesundheitsentscheidungen nicht nur über die körperliche Integrität, sondern auch über das allgemeine Persönlichkeitsrecht, weil diese Grundrechte eben diese Behutsamkeit einfordern. Das heißt aber, der Gesetzentwurf sagt jetzt nicht nur weiter so, sondern er schafft mit der verpflichtenden Impfberatung eben ein milderes Mittel, was die Freiwilligkeit im Grunde nach anerkennt, aber eben schon in milderer Weise reduziert. Aber sie bleibt im Kern weiter das entscheidende Instrument, auch Menschen zu einer Impfung zu bewegen. Und dann das zweite wichtige Element des Entwurfs, was auch der Verhältnismäßigkeit gerecht wird. In der Zeit können sich eben auch die Entwicklungen verändern. Es ist eben eine dynamische Lage, in der wir uns befinden. Da gibt es sozusagen eine Vorsorgekomponente, dass nach dem 15.09. eben eine begrenzte altersbedingte Impfpflicht möglich wird. Das ist übrigens ein Modell, das wir auch andernorts kennen, das eben überlegt wird, sollten wir nicht zunächst von einer Impfpflicht Abstand nehmen und sie dann einführen. Das ist das, was in Österreich passiert ist, wo genau mit aus verfassungsrechtlichen Argumenten, die unseren ähnlich sind, die hier diskutiert werden, gesagt haben, wir müssen diese Impfpflicht aussetzen und werden dann nach und nach überprüfen, wann es denn wieder nötig ist, auch eine solche Impfpflicht zu aktivieren. Das ist letztlich der Grundgedanke des Entwurfs. Und letzter Punkt dazu, der Entwurf versucht auch nochmal auf andere Ebene die Erforderlichkeit ernst zu nehmen, indem er sagt, wir schauen uns diejenigen an, die sozusagen in einer spezifischen Verantwortung stehen zur Lage, nämlich diejenigen, die sich mit einem bestimmten Alter nicht impfen lassen, die wollen wir eben verstärkt in die Pflicht nehmen. Ich glaube, in der Summe zeigt das, dass der Entwurf verfassungsgemäß ist und die Verhältnismäßigkeit sehr ernst nimmt. Vielen Dank. Nächstes fragt Dr. Wollmann. Sie haben das Wort. Ja, meine Frage richtet sich auch an Professor Rixen. Herr Professor Rixen, Sie gehören ja auch dem Deutschen Ethikrat an und dort steht ja auch auf Seite 12, eine undifferenzierte Gleichbehandlung ist hingegen weder verfassungsnormativ noch moralisch geboten. Deshalb wären spezifische Risikoprofile verschiedener Bevölkerungsprofile zu berücksichtigen, zumal wenn aus diesen unterschiedliche Lasten für das Gesundheitssystem resultieren. Könnten Sie das nochmal interpretieren, untermauern aus Ihrer verfassungsrechtlichen Sicht? Danke, Herr Professor Rixen. Dann fahren Sie gern fort. Stefan Rixen, Universität Bayreuth. Vielen Dank für diese Frage. Ich möchte zunächst sagen, dass ich hier als Einzelsachverständiger antworte, nicht als Vertreter des Ethikrates. Die Stellungnahme des Ethikrates ist mir natürlich gut bekannt und ich finde, dass sie nicht nur an dieser Stelle, aber auch an dieser Stelle sehr überzeugend ist, weil das hier ja eine Rolle spielt, was ich soeben schon angesprochen habe, nämlich der spezifische Verantwortungszusammenhang. Im Gesetzentwurf, ebenso wie auch der Sache nach, jedenfalls in der Stellungnahme des Deutschen Ethikrates, spielen ja die verfügbaren Daten eine große Rolle. Die Daten der DIVI, also der Medizinischen Fachgesellschaft für den Bereich der Intensivmedizin.
Und dort können wir entnehmen, dass wir schon, was die Wahrscheinlichkeit einer Hospitalisierung, auch einer intensivpflichtigen Behandlung angeht, eine deutliche Verteilung mit Blick auf das höhere Alter haben. Etwa über 80% derer, die dort betroffen sind, sind älter als 50 Jahre. Das heißt, der Gesetzentwurf versucht, unter dem Aspekt der Erforderlichkeit, das ist ja ein ganz zentrales Element der Verhältnismäßigkeitsprüfung, zu identifizieren, wie können wir einen spezifischen Verantwortungszusammenhang herstellen. Es geht nicht um einen diffusen Solidaritätsappell, wo irgendwie aus nicht immer ganz klaren Gründen jede und jeder in die Pflicht genommen wird, sondern wir schauen uns an, wo sind die Gründe für eine Überlastung des Gesundheitswesens. Und dort wird eben der Kreis derer, die aufgrund ihrer Gesundheitssituation am Ende auch dazu beitragen, dass eine Überlastung entsteht, stärker in die Pflicht genommen. Das ist wirklich ein vernünftiger verfassungsrechtlicher Grund und der übrigens auch gemessen am Gleichheitsgrundsatz in Ordnung ist. Denn es wird ja hier nicht genau genommen um Alter angeknüpft, sondern es wird auf den Gesundheitszustand geschaut. Wir haben auch sonst im Gesundheitswesen Gesundheitszustände, die nach Alter differenzieren, wo dann auch rechtlich völlig zulässig unterschieden werden kann. Und so ähnlich ist es hier auch. Das heißt, der Entwurf wird beiden gerecht. Er wird einerseits der Erforderlichkeit gerecht, aber er wird auch dem Gleichheitssatz gerecht. Dankeschön. Und Herr Dr. Wollmann, Sie dürfen fortfahren mit Ihrer nächsten Frage. Ja, bin ich schon wieder dran. Prima. Eine Frage an Frau Professor Melanie Brinkmann. Und zwar, wie bewerten Sie aus wissenschaftlicher Sicht den Vorschlag, eine verpflichtende Impfberatung für ungeimpfte Erwachsene und eine Impfpflicht ab 50 unter Vorbehalt einzuführen? Also wie stehen Sie zu dem Vorschlag, Ü50 primär zu impfen? Vielen Dank, Frau Professor Brinkmann. Sie haben jetzt 45 Sekunden. Bitte schön. Melanie Brinkmann, Einzelsachverständige, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Ich halte es für sehr sinnvoll, eine Aufklärungspflicht oder aufzuklären und das auch wirklich systematisch durchzuführen für alle Erwachsenen, weil wir schon noch, und wir sind ja auch in dieser Runde hier nicht davor gefeit, sehen, dass viele Falschinformationen kursieren und viele Menschen tatsächlich Angst haben und auch verunsichert sind, was die Impfung angeht. Von daher plädiere ich da aber auch ganz besonders dafür, dass das über besonders geschultes Personal auch erfolgt, weil es eine ziemliche Herausforderung ist, diesen ganzen Fehlinformationen gut zu begegnen, so dass es auch wirklich gut nachvollziehbar und verständlich ist. Das ist nicht mal eben so einfach zu bewerkstelligen. Außerdem braucht es dafür. Vielen Dank, Frau Professor Brinkmann. Vielleicht werden Sie gleich ja nochmal aufgerufen. Vielen, vielen Dank. Damit haben wir jetzt alle allen Gruppen und Fraktionen die Möglichkeit gegeben, in der ersten Runde zu fragen. Vielen Dank schon mal für Ihre Fragen und auch den Expertinnen und Experten. Vielen Dank für Ihre Antworten. Jetzt haben wir die Möglichkeit, dass für 5 Minuten Abgeordnete Fragen stellen, die noch sich keiner Gruppe zugeordnet haben, keinem Vorschlag zugeordnet haben, liegen dafür Fragen vor. Hier im Raum ist das nicht der Fall. Wie ist es digital, Frau Stuppert? Nein, das ist nicht der Fall. Damit dann fahren wir fort jetzt wiederum mit den Gruppen und Fraktionen in der zweiten Runde. Und da rufe ich auf die Gruppe rund um die Abgeordnete Behrens, Dr. Dahmen und andere Impfpflicht ab 18. Da waren ja die 1,5 Minuten noch frei für die Frage von Herrn Wagner. Bitte stellen Sie die noch mal kurz. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, vielen Dank. Die Frage ging an Herrn Hahn vom Deutschen Städtetag. Und die Frage war, kann eine allgemeine Impfpflicht zur vollen Funktionsfähigkeit der kritischen Infrastruktur, abgekürzt KRITIS, beitragen? Vielen Dank. Dankeschön. Herr Hahn, bitte, Sie haben, Sie haben das Wort. Wollen wir fragen, ist Herr Hahn noch dabei? Das sehe ich nicht. Dann wäre das jetzt in der Folge zu klären. Und ich rufe jetzt als erstes auf die Abgeordnete Helling-Pla. Ist online dabei. Frau Helling-Pla, bitte Ihre Frage.
Vielen Dank. Ich möchte gerne den Einzelsachverständigen Professor Wissmann fragen, ob er der Auffassung ist, dass der von uns vorgelegte Vorschlag verfassungsgemäß ist. Danke. Herr Professor Wissmann, bitte. Ja, herzlichen Dank, Wissmann, Universität Münster. Frau Vorsitzende, verehrte Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Ergebnis ja. Ich halte den Entwurf einer allgemeinen Impfpflicht für verfassungsgemäß. Besser wäre es, wenn wir ohne eine solche Pflicht durchkämen. Und es handelt sich zweifellos auch um einen erheblichen Grundrechtseingriff, der begründet werden muss. Dazu ist ja heute hier auch schon einiges gesagt worden. Wenn man das noch mal kurz rekapituliert, scheint mir es für den Zweck doch relativ eindeutig und einfach zu sein. Es geht um die Verhinderung schwerer Krankheitsverläufe. Das schützt sowohl individuell wie dann in der Summe und Masse auch das Gesundheitssystem, wie insbesondere, darauf möchte ich jetzt dann doch auch ausdrücklich hinweisen, es schützt auch die Entfaltung und den Raum anderer Grundrechte. Es geht eben in dieser ganzen Debatte nicht nur um die körperliche Unversehrtheit. Wenn man mit normalen Maßstäben die Geeignetheit prüft, kann auch hier eigentlich kein Zweifel bestehen. Das ist ja in der ersten Runde ausführlich vorgeführt worden, dass natürlich in sehr, sehr vielen Fällen die Impfung das Risiko senkt, dass etwas passiert. Und damit ist das ein Beitrag, allerdings nicht die alleinige Lösung des Problems Corona und Covid-19. Aber an allgemeinen Maßstäben gemessen kann an der Geeignetheit eigentlich kein Zweifel bestehen. Die Erforderlichkeit ist heikel, das will ich gerne zugeben, weil wir eigentlich nicht in einem Gemeinwesen leben, das dem Einzelnen zuteilt, wie er sich zu schützen hat, um seiner selbst willen. Aber es geht hier eben auch um den Schutz des Gesundheitssystems im Sinne einer relativen, aber eben doch auch nachhaltigen Entlastung. Und die anderen Mittel, die hier im Spiel sind, die sind eben nicht gleich geeignet, weil sie, was Informationen betrifft, nun nach 2 Jahren Erfahrung mit Informationsangeboten aller Art offensichtlich in einen bestimmten toten Winkel hineinlaufen. Da tut sich von selber nicht mehr sehr viel. Und eine nicht erfolgte Impfung verschiebt nur die Infektion. Auch das ist ja anscheinend doch weitgehender Konsens. Und dass wir das dann im Herbst geballt bekommen, scheint doch deutlich zu sein. Und das heißt verfassungsrechtlich, es ist sehr wohl das durchgreifendere Mittel einer Impfpflicht, zunächst einmal gegenüber der bloßen Information ein besseres Mittel. Das berührt ein bisschen die Frage, haben wir denn schon alles getan? Was soll denn dieses alles getan eigentlich heißen? Natürlich kann man sozusagen, um die Impfpflicht zu vermeiden, das Land auf Jahre weiter lahmlegen. Das ist ja aber doch keine Strategie, die sich im Sinne der Verhältnismäßigkeit aufdrängt. Es gibt eben keinen solchen Vorrang der Impffreiheit vor allen anderen Grundrechtsbeschränkungen. Deswegen ist gerade aus einer freiheitlichen Perspektive der Beitrag einer Impfpflicht auch angemessen, um zu diesem Punkt zu kommen. Ich halte es also für in der Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers vollkommen zulässig, dass man ein formales Kriterium wählt, nämlich die Volljährigkeit der Staatsbürger. Alle Rechte, alle Pflichten, alles andere sind sozusagen Zuschreibungen, die natürlich im Sinne sozusagen der Relativität auch noch verhandelbar sind. Aber notwendig ist es nicht. Ich würde sagen, notwendig ist nur, dass man die Kinder ausnimmt. Das scheint ja aber doch auch weitgehender Konsens zu sein. Vielleicht nur das letzte Wort noch an dieser Stelle. Dass man dann im Herbst reagieren kann, scheint mir nach der heutigen Beratung doch widerlegt zu sein. 4 Monate Vorlauf würden dann bedeuten, dass wir im Herbst das Land wieder zumachen müssen. Deswegen Verhältnismäßigkeit im Sinne der Prognose und Einschätzungsprärogative aus meiner Sicht gegeben. Vielen Dank, Herr Professor Wissmann. Frau Helling-Pla stellt auch die nächste Frage. Bitte sehr. Und wüsste gerne, ob er davon ausgeht, dass die allgemeine Impfpflicht Wirkung entfalten würde und wie er das gerade in Abgrenzung zu einer Beratungspflicht sieht. Dankeschön, Herr Professor Wissmann. Dann fahren Sie fort und stellen sich nochmal eben vor. Uni Münster. Vielen Dank. In der Tat
sind wir natürlich in unsicherem Gelände, weil wir einerseits von einer millionenfachen Nicht-Impfung bisher ausgehen müssen und weil völlig zu Recht und auch unzweifelhaft ein Impfzwang ausgeschlossen ist. Deswegen geht es auch nicht um eine Verletzung menschlicher Würde. Der Staat wird ja nicht losmarschieren und Impfungen setzen. Es geht darum, an etwas sehr Grundsätzliches zu appellieren in unserem freiheitlichen Rechtsstaat, nämlich, dass es bestimmte Rechtspflichten gibt, an die ich mich halte, auch dann, wenn ich nicht von ihrer Richtigkeit innerlich für mich überzeugt bin, sondern weil ich es akzeptiere, dass in einem demokratischen Verfahren bestimmte Pflichten gesetzt werden, die meinen Beitrag für das Gemeinwesen konkretisieren. Ich finde es ganz irritierend, dass man geradezu herbeiredet, dass sich die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes nicht an Rechtspflichten halten und das nur dann tun, wenn die Polizei hinter ihnen steht und die durchsetzt. Nein, wir leben doch in einer Rechtsgemeinschaft davon, dass wir freiwillig unsere Rechtspflichten erfüllen. Und ein zweiter Satz vielleicht noch. Die Frage wäre nicht, aber die Beratung doch die irgendwie näher an den Menschen liegende Lösung. Also erst einmal halte ich es für eine Illusion, dass tatsächlich in diesem Land Menschen noch nicht wissen, worum es eigentlich bei Corona geht und wie das mit der Impfung sich eigentlich verhält. Das ist auch eine Form von Überheblichkeit gegenüber den Menschen. Die Menschen haben sich dazu eine Meinung gebildet, aber bisher können sie eben auch sagen, es ist keine Pflicht, also tue ich es auch nicht. Die Beratungspflicht, muss ich jetzt mal als Verwaltungsrechtler sagen, halte ich für eine sehr, sehr schwierige Idee. Wer soll das denn machen? Frau Brinkmann hat ja ganz recht, das müsste dann alles sehr ausgearbeitet sein, sehr freundlich im Ton, sehr aufsuchend. Es haben ja schon die Krankenkassen darauf hingewiesen, wie viel Papier da erstmal ins Land ginge, dass man das den Leuten zusendet. Dann muss man das förmlich zustellen, denn sonst sagen sie, ich habe den Brief gar nicht gekriegt. Dann müsste man einen Termin vereinbaren. Dann müsste man sich hinterher darum streiten, ob der Termin nicht eingehalten wurde und ob das jetzt bußgeldpflichtig ist. Also ich halte die Beratungspflicht aus Sicht der Verwaltungsebene oder einer wie auch immer genannten Stelle wirklich für hochbelastend und nicht effektiv. Ich bitte wirklich darum, was immer Sie am Ende miteinander vereinbaren. Nehmen Sie nicht das Ende der bürokratischen Nahrungskette in den Blick, die das mal eben durch 18 Millionen Beratungen für Sie lösen sollen. Wer soll das denn machen? Die Grundschullehrerin? Dankeschön. Und die nächste Frage stellt auch Frau Hellingklar. Bitte sehr. Cool. Und sie geht auch noch einmal an Professor Wissmann, den ich abschließend gerne fragen möchte, ob er denn das von uns vorgesehene Verfahren zur Umsetzung der Impfpflicht für umsetzbar halten würde und den ich bitten würde, dabei auch um den Alternativvorschlag, auf den Alternativvorschlag des Impfregisters einzugehen, ob der in irgendeiner Weise vorteilhaft wäre gegenüber unserem Vorschlag. Vielen Dank, Herr Professor Wissmann. Bitte, dann fahren Sie fort. Ja, Wissmann Münster, vielen Dank. Also ich halte das Verfahren für möglich. Es gibt auch andere mögliche Umsetzungsverfahren. Das kann man auch weiter kompromisshaft beraten. Meine Grundidee, die ich Ihnen gerne mitgeben würde, ist, machen Sie es so einfach wie möglich. Versuchen Sie es nicht bürokratisch mit Regeln, Gegenregeln, Ausnahmen und Gegenausnahmen möglichst unübersichtlich zu gestalten, damit alle Player in Berlin-Mitte beteiligt sind, sondern es muss für die Bürger verständlich sein. Und es gibt auch sonst Pflichten, die die Bürger sehr wohl verstehen, ohne dass sie darüber individuell vorher belehrt worden sind. Das ist sozusagen innerer Kern unserer freiheitlichen Ordnung, dass Rechtspflichten nicht individuell erklärt werden müssen. Das ließe sich auch hier also machen. In Richtung Impfregister ist das natürlich eine denkbare Idee. Zentralstaatliche Lösungen, das will ich mal sozusagen in Erinnerung auch in Richtung der Union sagen, zentralstaatliche Lösungen sind in Deutschland eigentlich immer unter Verdacht und zwar auch zu Recht. Also es ist besser, dass man vor Ort arbeitet, es ist besser, dass man näher bei den Leuten arbeitet und jedenfalls, wenn man ein Impfregister hier im Grunde als Möglichkeit einführt, um die Sache hinauszuschieben, wäre das vor dem nächsten Herbst wirklich nicht angemessen. Ich würde wirklich darauf appellieren, das jedenfalls nicht zu einer Bedingung zu machen, sondern von mir aus zu einem begleitenden Projekt. Jetzt geht es darum, dass Sie nicht noch mehr Jahrgängen im Herbst Jahre Ihres Lebens rauben, die nie wiederkriegen. Für uns hier im Raum ist das nicht so schlimm.
Aber für 14-Jährige und 16-Jährige und 18-Jährige ist jedes Jahr, in dem sie das Land lahmlegen, wirklich ein Anschlag auf deren Lebensplanung. Vielen Dank. Und jetzt Herr Dr. Steffen mit Ihrer Frage. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Meyer. Wir haben ja eingangs gehört, welche Ableitungen sich aus den bisherigen Erkenntnissen der vergangenen Varianten aus medizinischer Sicht ergeben. Und dann ist ja von einigen Sachverständigen eben darauf hingewiesen worden, was Ungewissheiten verfassungsrechtlich bedeuten. Und da würde ich gerne Herrn Meyer fragen, ob diese Ungewissheiten, so wie von anderen hier vorgetragen, dazu führen, dass der Gesetzgeber einstweilen nicht handeln kann, oder was der verfassungsrechtlich richtige Umgang mit diesen Ungewissheiten und den eben auch von Herrn Professor Wissmann beschriebenen Szenario dann mit Eindämmungsmaßnahmen und so weiter ist. Danke, Herr Professor Meyer. Sie haben das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage und auch ganz herzlichen Dank für die Einladung in diese Anhörung. Professor Franz Meyer, Universität Bielefeld, Fakultät für Rechtswissenschaft, Lehrstuhl für Öffentlichsrecht und Rechtspolitik. Es ist, glaube ich, auch heute deutlich geworden, dass wir in der Tat mit einem großen Maß von Unsicherheit zu tun haben. Es gibt keine letzten medizinischen Gewissheiten zur künftigen Entwicklung in der Pandemie. Alle möglichen Einzelfragen sind letztlich mit Unsicherheiten behaftet. Das reicht von der Gefährlichkeit der Virusmutationen über die Wirksamkeit der bestehenden Impfstoffe bis zur Frage, ob überhaupt künftig für die Variationen die Variantenimpfstoffe entwickelt werden können. So dass sich in der Tat die Frage stellt, wie gehen wir mit Unsicherheit im Regelungsumfeld um? Die verfassungsrechtlichen Konsequenzen der Unsicherheitslage sind aus meiner Sicht aber nicht etwa, dass man dann einfach gar nichts macht, weil es ist ja alles so unsicher, wie das hier auch zum Teil angeklungen ist, die Tatsachengrundlage sei zu schmal, sondern, und da kann ich mich, glaube ich, auf das Bundesverfassungsgericht stützen, die Antwort ist, es gibt dann eben erhebliche Spielräume für den Gesetzgeber. Es wird ja in der Tat vereinzelt aus der Unmöglichkeit gesicherter Prognosen geschlossen, dass man gar nicht handeln darf. Das wird konkret auch als Argument gegen die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht gewendet. Das verkennt natürlich, dass auch das Unterlassen natürlich in der gegenwärtigen Situation Folgen für den weiteren Pandemieverlauf haben wird. Die Antwort des Verfassungsgerichts ist aus meiner Sicht die Antwort, die auf weite Spielräume verweist. Da kann man sich auch auf Rechtsprechung berufen, die schon weiter zurückliegt. Das Stichwort ist hier Kalka, die Kalka-Entscheidung. Ich möchte aber insbesondere auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Bundesnotbremse verweisen. Und da ist die Kernaussage, dass bei unsicherer Erkenntnislage, wie eben derzeit diese erheblichen Spielräume für den demokratisch legitimierten Gesetzgeber bestehen, das Bundesverfassungsgericht formuliert hier wörtlich, dass es genügt, wenn der Gesetzgeber sich an einer sachgerechten und vertretbaren Beurteilung der verfügbaren Informationen und Erkenntnismöglichkeiten orientiert, damit eben trotz ungewisser Lage entschieden werden kann, wenn es wie hier um hoch- und höchstrangige Rechtsgüter geht. Man muss nun sehen, dass diese Spielräume nicht etwa nur die Anforderungen an die tatsächlichen Annahmen betreffen, sondern insbesondere auch die Wertungen und Abwägungen, konkret bei allen Stufen der Verhältnismäßigkeitsprüfung kommt das zum Tragen. Das Gericht, so ist meine Prognose, wird sich auf eine Vertretbarkeitskontrolle beschränken. Man kann, wie gesagt, aus der Bundesnotbremseentscheidung hier etliches übernehmen. Ich glaube, insbesondere wenn das Verfassungsgericht deutlich macht, dass in der Pandemielage nicht verlangt wird, dass man alles und jedes ausprobiert haben muss oder zweifelsfreie empirische Nachweise der Wirkung und der Wirksamkeit einer Maßnahme vorliegen müssen. Das war ein wörtliches Zitat. Man kann hier auch nicht sagen, dass das Bundesverfassungsgericht leichtfertig Anforderungen und Prüfmaßstäbe über Bord wirft. Das ist zwar vereinzelt von Staatsrechtslehrerkollegen und in den Medien so behauptet worden. Das Bundesverfassungsgericht macht sich in der Pandemielage schon sehr klar, dass es um schwere Eingriffe geht und macht auch deutlich, dass es hier um Sonderbedingungen in einer äußersten Gefährdungslage geht. Was das Gericht deswegen macht, ist, dass es die Begründung für Maßnahmen sehr genau anschaut und
damit dann aber letztlich den demokratisch halt letztlich besser legitimierten Gesetzgeber die Aufgabe zuweist, die schwierigen Abwägungen zu treffen. Warum sollten die Juristen in dieser Phase und Zeit großer Unsicherheit bessere Antworten finden als die Politik? Vielen Dank. Und damit geht das Fragerecht über an Herrn Wiese. Bitte schön. An Professor Dr. Meyer. Herr Professor Dr. Meyer, wir haben teilweise in vorherigen Ausführungen gehört, dass die Verhältnismäßigkeit bei dem Antrag Impfpflicht ab 18 deshalb angezweifelt wird, weil vermeintlich mildere Mittel gleicher Eignung zur Verfügung stünden. Hier wird immer abgestellt auf eine Impfpflicht ab 50 oder ein Impfvorsorgesetz. Wie beurteilen Sie dies aus verfassungsrechtlicher Perspektive? Okay. Ja, Herr Professor Meyer, dann haben Sie wieder das Wort. Professor Franz Mayer, Universität Bielefeld, Fakultät für Rechtswissenschaft. Ich will an der Stelle vielleicht nochmal nachdrücklich betonen, dass es bei den Fragen der Verhältnismäßigkeit und der Prüfung, was aus verfassungsrechtlicher Sicht verhältnismäßig ist oder nicht, ja um eine Zweck-Mittel-Relation geht. Dementsprechend ist der Ausgangspunkt ja zunächst einmal, dass man sich vergewissert, was überhaupt der Zweck einer Maßnahme ist. Und da habe ich den Eindruck, dass die Dinge doch insbesondere bei den anderen Anträgen und Entwürfen doch einigermaßen unscharf bleiben. Ausgangspunkt ist doch die fachwissenschaftliche Begründung für die Impfpflicht. Und diese ist, dass wir in Deutschland eine Impflücke haben, die eben den epidemiologischen Mehrwert, den ein hoher Immunisierungsgrad in der Bevölkerung hat, verhindert. Es geht also jedenfalls als Zwischenziel um den Immunisierungsgrad, um einen höheren Immunisierungsgrad in der Bevölkerung. Daraus leitet sich alles andere ab. Über die Steigerung der Grundimmunität in der Bevölkerung lassen sich dann eben weitere Ziele formulieren, wie eben insgesamt die Bekämpfung des Virus, die Verhinderung, dass das Virus mehr als nötig zirkuliert, dass man vielleicht in einen endemischen Zustand kommt, aber natürlich auch das Abwenden weiterer erheblicher Freiheitseingriffe, Stichwort Lockdown, sodass man also letztlich hier auch wieder bei einer Grundrechtsdimension landet. Nun ist die Frage nach der Verhältnismäßigkeit, Zweckmittelrelation, aber mit der Bestimmung eines legitimen Zwecks natürlich noch nicht am Ende. Ich will aber nochmal sagen, nur der Antrag Impfpflicht für alle ab 18 beschreibt das Ziel der Regelung als Steigerung der Grundimmunität in der Bevölkerung. Die anderen Anträge bleiben hier entweder unscharf oder konzentrieren sich auf Teilaspekte wie Überlastung des Gesundheitswesens. Und dementsprechend können die dann eben auch keinen sinnvollen Beitrag zu der Frage leisten, ob die gegenüber der allgemeine Impfpflichtkonzeption eben ein milderes, gleichwirksames Mittel darstellen, um hier gleich auf die Erforderlichkeitsdimension einzugehen. Ich komme auch nochmal auf meine Antwort auf die Frage von eben zurück, dass das Bundesverfassungsgericht hier auf allen Prüfstufen eine Vertretbarkeitskontrolle vornehmen wird, also im Prinzip die Plausibilität ausreichen lassen wird, wenn eben entsprechend dokumentiert ist, dass es eine informierte Entscheidung gegeben hat. Informierte Entscheidung heißt aber unter den gegenwärtigen Bedingungen möglicherweise auch, dass man weiß, was man nicht weiß. Und das wird der Gesetzgeber, glaube ich, auch dokumentieren müssen, dass man eben hier in Teilen unter erheblichen Unwissenheitsbedingungen operiert, aber trotzdem eben Entscheidungen treffen muss. Und vor diesem Hintergrund leuchtet mir der Antrag, der sich auf die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ab 18 bald richtet, auch ohne weiteres ein. Bei den anderen Anträgen, aber das hat Kollege Wissmann ja auch schon angedeutet, ist schon unter dem Aspekt der Geeignetheit ja in der Tat die Frage, wie, wenn einerseits eigentlich in allen Anträgen und wie auch heute sicher davon ausgegangen wird, dass wir mit einer Herbstwelle zu tun haben, zum anderen eben diese 4-Monats-Zeitspanne im Raum steht, wie dann eigentlich genau diese Aktivierung im gestuften Verfahren irgendwann im September, Herbst, dieses Zuwarten, bis man es irgendwie deutlicher kommen sieht, funktionieren soll, das ist ein Geeignetheitsproblem. Das ist, wie gesagt, für die verfassungsrechtliche Beurteilung jetzt nochmal schwierig zu fassen, weil auch da würde eben der Spielraumgedanke, den ich eben artikuliert habe, greifen. Aber in der Relation zwischen dem, was der Entwurf für die allgemeine Impfpflicht will
und beschreibt und dem, was die anderen eben dann im Verhältnis dazu abgeben, ist mir doch die Antwort, scheint mir die Antwort recht klar. Der Entwurf, der die allgemeine Impfpflicht ab 18 vorschlägt, der ist, entspricht den verfassungsrechtlichen Anforderungen am besten. Vielen Dank. Die Gruppe Impfpflicht ab 18 hat weiterhin das Fragerecht. Es sind jetzt noch etwa 15 Minuten Zeit. Und als nächstes fragt Dagmar Schmidt, die online dabei ist. Bitte, Frau Schmidt. Dank, Frau Vorsitzende. Ich frage an die BAG Selbsthilfe und schildern Sie bitte kurz die besondere Situation von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen sowie deren Angehörigen während der Pandemie. Welche Schutzpflichten des Staates gegenüber dieser Gruppe sehen Sie und kann eine allgemeine Impfpflicht dazu beitragen, diesen Schutz zu gewährleisten? Bitte um eine kurze Einschätzung. Danke, Frau Dadoka. Sie haben das Wort. Eri Doka, BAG Selbsthilfe, ganz herzlichen Dank für die Frage. In der Tat waren Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen erheblich beeinträchtigt in der Pandemie. Sie haben sich umfassend geschützt, auch oft umfassend isoliert. Es war erheblich, also sehr schwierig, tatsächlich auch mit Familienangehörigen Kontakt zu haben. Das gilt insbesondere für Menschen mit Immunsuppression. Also gerade Menschen mit Immunsuppression haben ja das Problem, dass Impfungen oft bei ihnen nicht so wirken, wie das bei Menschen mit allgemeinem normalen Immunsystem der Fall ist. Das heißt, es gibt durchaus Menschen, gerade Menschen mit Organtransplantationen, aber auch Menschen mit Krebserkrankungen, das wurde schon erwähnt, die wirklich Probleme haben, überhaupt Antikörper zu entwickeln. Und die in der Folge leider auch nach wie vor trotz drei- oder viermaliger Impfung oft in den Intensivstationen mit schweren Erkrankungen eben liegen. Und insofern ist natürlich für diese eine Durchimpfung der Bevölkerung von hoher Bedeutung. Denn wir brauchen eine gewisse Grundimmunität, damit diese Menschen sich wirklich in der Bevölkerung ohne größere Sorgen bewegen können. Also es ist ja auch ein Teilhabeproblem. Und das hat natürlich auch durchaus was zu tun mit den Grundrechten auf Ehe und Familie. Denn ganz konkret heißt das, dass viele Menschen mit chronischen Erkrankungen oft den Kontakt mit ihren Familienangehörigen meiden müssen, weil sie Angst haben, dass darüber die Infektion an sie herangetragen wird. Also es gibt durchaus Leute, die einfach lange keinen Kontakt mit ihren Familienangehörigen hatten, um solche Infektionen zu vermeiden. Und für sie ist es eben nicht die Lösung, sich impfen zu lassen. Das haben die in den allermeisten Fällen. Frau Dr. Doka, ich kriege das Signal, dass die Frage beantwortet ist. Ich danke Ihnen sehr. Und als nächstes fragt Katrin Vogler. Frau Vogler, bitte, auch online. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an den Ärzte- und Ärztinnenverband Long-Covid, Herr Dr. Frommholt. Und es wird ja jetzt in der Omikron-Welle häufig von milderem Krankheitsverlauf gesprochen und dabei die Frage auch von Langzeitfolgen häufig vernachlässigt. Können Sie einfach Ihre Erfahrung nochmal auch mit Long-Covid beschreiben und die aktuelle wissenschaftliche Evidenz hier vortragen, welchen Beitrag eine höhere Impfquote durch eine allgemeine Impfpflicht dazu leisten kann, Langzeiterkrankungen zu vermeiden. Ist das richtig, dass die nach dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand die Dreifachimpfung eben die Wahrscheinlichkeit verringert, nach einer Infektion an Long-Covid zu erkranken? Vielen Dank. Die Frage richtet sich an Dr. Frommholt. Sie haben das Wort, Herr Dr. Frommholt. Herr Dr. Frommholt, Präsidentin des Ärzte- und Ärztinnenverbandes Long-Covid, vielen Dank für die Frage. Ja, es muss in der ganzen Debatte und der Diskussion irgendwie auch klar sein, dass wir es durchaus auch mit Spätfolgen nach milden Covid-19-Infektionen zu tun haben. Und zwar liegt das Risiko mittlerweile bei Ungeimpften Spätfolgen zu erleiden bei 10%. Und das entspricht bei den aktuellen Infektionszahlen ja mehreren 100.000 bis Millionen Menschen, die von Spätfolgen betroffen sind.
Das Risiko für Long-Covid bei Geimpften lässt sich laut einer englischen Studie um 50% reduzieren und liegt dementsprechend dann nicht mehr bei 10% der Infizierten, sondern bei 5%. Es gibt weitere Studien jetzt auch aus Israel, die eine deutliche Risikoreduktion für Spätfolgen bei Durchbruchsinfektionen zum Teil sogar bis zu 68% zeigen. Und bei Long-Covid-Symptomatiken und Spätfolgen nach Covid-19-Infektionen handelt es sich eben nicht nur um die alten und die vorerkrankten Menschen, sondern häufig um junge Menschen im arbeitsfähigen Alter. Und da tun sich letztendlich dann zwei Kernproblematiken auf. Wenn ich es mit einer großen Anzahl von Patienten zu tun habe, die eigentlich arbeitsfähig und willig sind, die aber auf unklare Zeit arbeitsunfähig und möglicherweise erwerbsunfähig werden, habe ich auf der einen Seite das Problem, dass diese Patienten in den hausärztlichen Praxen, aber auch in den fachärztlich niedergelassenen Bereichen, aber auch in den Spezialambulanzen betreut werden müssen. Das heißt, ich habe große Kapazitäten, die ich da zur Verfügung stellen muss. Auf der anderen Seite brauchen wir, weil es eine Ausschlussdiagnostik ist, wir haben noch nicht den einen Mark oder das eine Tool, womit wir Long-Covid diagnostizieren können, brauchen wir eben viele verschiedene diagnostische Kapazitäten. Auch die stehen möglicherweise dann eben nicht mehr für andere Bereiche zur Verfügung, wo wir sie eigentlich bräuchten. Und zudem ist es unklar, wie lange die Patienten arbeits- oder gar erwerbsunfähig bleiben. Das heißt, auch da kommen auf die gesamte Gesellschaft volkswirtschaftliche und ökonomische Probleme zu, die wir aktuell einfach noch nicht beziffern können. Die Studien dazu, wie viele Patienten letztendlich arbeits- bzw. erwerbsunfähig sein können durch Long-Covid, sind noch ausstehend. Wir sehen aber auf der anderen Seite, dass wir durch frühzeitige Diagnostik eine Chronifizierung vermeiden können, indem wir symptomlindernde Therapien anlegen, zum Beispiel im Bereich der ambulanten, aber auch der stationären Rehabilitation. Eine kausale Therapie gibt es aktuell noch nicht. Wir brauchen dringend daher für Long-Covid mehr Forschung im kausalen Bereich, im medikamentösen Bereich, aber natürlich auch im Bereich Aufklärung und Weiterbildung. Und es ist ganz offensichtlich, dass die Impfungen aktuell nahelegen, dass dadurch eine Risikoreduktion für Spätfolgen in einem sehr beträchtlichen Bereich, nämlich von bis zu 50-68% Risikoreduktion erreicht werden kann. Und das ist sicherlich nicht nur für jeden Einzelnen entscheidend, sondern auch im volkswirtschaftlichen Gefüge. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Frommholt. Und als nächstes fragt der Kollege Dr. Dahmen auch online. Bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte meine nächste Frage nochmal an den Einzelsachverständigen Herrn Karaganidis stellen. Ist es zutreffend, dass in den vorangegangenen Wellen vor Omikron sich der Altersdurchschnitt der Covid-Patienten auf den Intensivstationen nach unten, also jünger, verschoben hat? Und welche Patienten müssen trotz einer Omikron-Infektion heute auf den Intensivstationen behandelt werden? Danke, Herr Professor Karaganidis, bitte. Ja, Christian Karaganidis, Einzelsachverständiger Universität Mitten-Herdecke. Vielen Dank für die Frage, die ja insbesondere wichtig ist von der Altersgrenze bei einer etwaigen Impfpflicht. Dazu möchte ich vorneweg sagen, dass die Datenquellen, die wir verwenden, zum einen das DIVI-Intensivregister sind, aber auch die Daten des Instituts für Entgeltwesen im Gesundheitswesen, des INEX und auch Daten zum Beispiel der AOK als eine der großen Krankenkassen in Deutschland. Darüber hinaus ist es mir auch nochmal wichtig zu betonen, dass wir eine Qualitätssicherung der Datenanalyse brauchen. Und diese Qualitätssicherung erfolgt bei uns in der Wissenschaft über international gereviewte Artikel. Und deswegen darf ich zum Beispiel verweisen auf unsere Artikel im Lancet Respiratory Medicine, im Blue Journal, in den großen intensivmedizinischen Journals, womit wir auch eine Begutachtung unserer Analyse der Daten haben. Was wir gesehen haben, ist, dass wir in der ersten Welle mit dem Wildtyp doch relativ viele Patienten, insbesondere auf den Intensivstationen, hatten, die über 50 Jahre alt sind. Das Ganze hat sich im Laufe der Pandemie verschoben, schon mit dem Alpha-Typ. Das war die dritte Welle, die wir hatten im letzten Jahr, sind die Patientinnen jünger geworden. Und mit der Delta-Welle hatten wir bisher das jüngste Patientenkollektiv auf den Intensivstationen. Es war so, dass in der Sommerrückreisewelle, da hatten wir in der Spitze so etwa 1200 Patienten auf den Intensivstationen, doch in der Tat ungefähr 40% jünger als 50 Jahre waren. Das hat sich dann in der starken Delta-Welle zum Herbst-Winter hin etwas nach unten korrigiert. Es waren aber immerhin noch
über 15%, die unter 50 Jahre alt waren auf den Intensivstationen. Und wir hatten auch das erste Mal die Situation, dass wir viele Schwangere gesehen haben, die einen wirklich schweren Verlauf hatten. Das waren in der Spitze ungefähr 50 Patientinnen zeitgleich auf den Intensivstationen. Mit der Omikron-Welle ist es zu einer deutlichen Rechtsverschiebung gekommen. Das bedeutet hin zu älteren Altersgruppen. Im Moment haben wir noch ungefähr 10% der Patientinnen auf den Intensivstationen, die unter 50 Jahre alt sind. Dazu gehört aber auch, dass man sagen muss, dass ein erheblicher Teil der Patientinnen auch wirklich mit der Erkrankung auf der Intensivstation liegt. Alleine 2/3 haben im Moment noch eine irgendwie geartete Atemunterstützung von Sauerstoff bis hin zu einer künstlichen Lunge, was ein wichtiger Parameter für uns ist zur Einschätzung, ob die Patientinnen dort mit oder wegen Omikron liegen. Wie es jetzt weitergeht und wie sich der Altersschnitt der Intensivstation weiterentwickelt, ist, glaube ich, schwer vorherzusagen. Dadurch, dass Delta und Omikron zwei ganz unterschiedliche Serotypen sind und auch zumindest hypothetisch die Möglichkeit besteht, dass wir wieder eine Delta-Welle sehen werden im Herbst, würde ich damit rechnen, dass sich das Altersspektrum auch wieder hin zu mehr jüngeren Patienten verlagert, ohne Vorerkrankung oder mit wenig Vorerkrankung. Zumal wir im Moment unter Omikron insbesondere viele Hochaltrige, aber auch Immunsupprimierte auf der Intensivstation haben. Vielen Dank. Dankeschön. Und als Nächstes stellt Herr Wiese eine Frage. Bitte sehr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte eine kurze Frage nochmal an Professor Dr. Mayer. Wir hatten vorhin an der einen oder anderen Stelle gehört, dass sozusagen das Recht auf körperliche Unversehrtheit unbedingt gilt. Können Sie vielleicht dazu nochmal ein paar erläuternde Ausführungen letztendlich geben? Ist ja auch wichtig für die Frage der Verhältnismäßigkeit. Vielen Dank. Herr Professor Mayer, bitte. Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage, Franz Mayer an Universität Bielefeld, Fakultät für Rechtswissenschaft, Lehrstuhl für öffentliches Recht und Rechtspolitik. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit gehört zu den Grundrechten, die durch ein Gesetz eingeschränkt werden können. Das heißt, wenn man gute Gründe hat, gute Gemeinwohlgründe und einige andere Parameter einhält, einige offensichtliche und insbesondere eben auch verhältnismäßig agiert, dann kann eben auch diese körperliche Unversehrtheit zurückstehen müssen gegenüber anderen hochrangigen Rechtsgütern. Und dementsprechend ist es auch in der Hierarchie der Verfassungsgüter nicht die höchste Kategorie. Wir haben auch Grundrechte, für die die Einschränkung durch Gesetz nicht vorgesehen ist. Da kommen dann nur kollidierende Verfassungsgüter in Betracht. Also von daher sollte man das angemessen hochhängen, das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Aber schon die Verfassung signalisiert klar, wenn ihr gute Gründe habt, und die haben wir hier, dann kann das eingeschränkt werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Es sind noch knapp 2,5 Minuten übrig. Und da kann Frau Schmidt noch eine Frage stellen. Bitte sehr, Frau Schmidt. Meine Frage geht an Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste. Sie haben in Ihrer Stellungnahme darauf aufmerksam gemacht, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht in eine allgemeine Impfpflicht eingebettet oder durch diese ersetzt werden müsste. Können Sie das kurz erläutern? Herr Grote, die Frage geht an Sie. Bitte sehr. Ja, danke schön. Ja, jetzt mal unterstellt, Impfen hilft, Impfen schützt. Das muss man ja jetzt dazu sagen. Und wir gehen davon aus, dass wenn der Gesetzgeber die einrichtungsbezogene Impfpflicht einführt, dass das mal zu unterstellen ist. Vor dem Hintergrund weisen wir seit einiger Zeit darauf hin, dass Pflegeheime insbesondere offene Orte sind, wo das Miteinander und Geselligkeit wichtig sind für die Lebensqualität. Und vor dem Hintergrund man sich zumindest vergegenwärtigen muss, dass viele hundert Besucher und Besucherinnen in Pflegeeinrichtungen kommen, und sozusagen dieser Schutz im Moment nicht gegeben ist. Und das wäre nur durch eine allgemeine Impfpflicht aus unserer Sicht, in welcher Form auch immer, aber da wäre der weitestgehende Antrag mit Sicherheit der den größten Schutz bieten würde. Vielleicht dazu. Und ich glaube, das erschließt sich auch, dass es, wenn es sich nur auf Mitarbeitende bezieht und viele hundert Besucher tagtäglich sind es eben 50 bis 100 in einer Regeleinrichtung, in eine Einrichtung kommen, dass dann der Schutz nicht gewährleistet ist.
Vielen Dank, Herr Grote. Und es war auf die Sekunde ausgeschöpft und aber auch pünktlich beendet, das Fragerecht dieser Gruppe Impfpflicht ab 18. Vielen Dank dafür. Damit geht das Fragerecht jetzt wieder über zur CDU-CSU. Und Sie haben noch 30 Sekunden aus der vorherigen Runde. Das heißt, Sie haben jetzt 29,5 Minuten Zeit. Und es beginnt Dr. Krings. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde die Timingfrage noch mal aufgreifen und dann eine Frage an Herrn Robert Segmüller stellen. Also, Ausgangspunkt Bundesnotbremsenentscheidung wurde eben angesprochen. Wir entscheiden hier unter unsicherer Erkenntnislage bezüglich Impfpflicht. Dazu müssen alle relevanten Fakten zusammengetragen werden und sachgerecht vertretbar bewertet werden. Jetzt aber die entscheidende Frage, wann das passieren muss. Es ist eben gesagt worden, dass erst im Herbst, davon spricht da gar keiner, könnte ja auch im Sommer schon sein. Herbst fängt ja erst Ende September an. Wenn man sagt, im Sommer, Spätsommer beispielsweise wäre es noch ausreichend als Hypothese, dann schon die Frage, wäre es dann nicht sogar die Verpflichtung des Gesetzgebers, wenn jetzt er noch nicht so viel Informationen hat, soweit wie es noch geht, diese Informationen zusammenzutragen und dann auf der bestmöglichen oder die bestmögliche Prognose zum letztmöglichen Zeitpunkt zu treffen, wenn also Informationen dann sich noch verdichtet haben bis zum Beispiel Spätsommer. Die Frage und meine verfassungsrechtliche Beurteilung würde ich gerne an Herrn Segmüller stellen. Vielen Dank, Herr Dr. Segmüller. Dann haben Sie das Wort. Vielen Dank, Robert Segmüller, Vorsitzender des Bundes Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen, Richter am Bundesverwaltungsgericht und Vizepräsident des Verfassungsgerichtshofs des Landes Berlin. Die Entscheidung zur Bundesnotbremse ist angesprochen worden und in der Tat, sie beschreibt die Spielräume, die der Gesetzgeber in der aktuellen Situation hat, sehr genau. Die Entscheidung betont einerseits, wie hier zu Recht schon gesagt worden ist, die Spielräume des Gesetzgebers bei der Bewertung eines Risikos, einer Gefahr, aber auch bei der Bewertung von Eignung, Erforderlichkeit und Angemessenheit im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung von den Zielen und den Maßnahmen, die er anlegen möchte. Allerdings betont das Bundesverfassungsgericht auch, dass der Spielraum des Gesetzgebers nicht uferlos ist, sondern das setzt sehr wohl Grenzen. Das kann man ganz wunderbar mit dem Satz lesen, der an mehreren Stellen wiederholt wird. Da heißt es nämlich, die Unsicherheiten dürfen nicht per se zu Lasten desjenigen gehen, in dessen Grundrechte eingegriffen wird. Also der Spielraum des Gesetzgebers ist eben gerade nicht unbegrenzt und man muss eben nicht alles hinnehmen. Und die abstrakte Möglichkeit von irgendetwas, die reicht eben gerade nicht aus. Sondern wie formuliert das Bundesverfassungsgericht diese Grenzen für den Gesetzgeber? Es sind prozedurale Grenzen, es sind Begründungsgrenzen und das Bundesverfassungsgericht verlangt letztlich zum einen, dass die Tatsachengrundlage für eine Gefahrprognose, für eine Eignungsprognose letztlich vollständig ausgeschöpft wird. Und das Zweite ist dann letztlich eben, dass die Risikobewertung, die auf Basis dieser Tatsachengrundlage mehr als das, was da ist, kann man nicht haben, das ist klar, aber die muss vollständig ausgeschöpft werden und die muss dann auch letztlich sachgerecht und vertretbar sein, sonst letztlich sind die Grenzen überschritten. Daran muss sich dieser Gesetzentwurf messen lassen und daran muss sich vor allem die Begründung dieses Gesetzentwurfs messen lassen. Und da kann ich nur sagen, nach der Lektüre dieser Begründung des Gesetzentwurfs, das reicht mir derzeit noch nicht. Ich will ja überhaupt nicht ausschließen, dass man eine Impfpflicht für Volljährige möglicherweise bei einem fortschreitenden Erkenntnisprozess an irgendeinem Punkt begründen kann. Zum jetzigen Zeitpunkt reicht mir das, wie gesagt, noch nicht. Ich will es in kurzen Worten nochmal exemplifizieren anhand der Zieldiskussion und der Eignungsdiskussion. Die Zieldiskussion, das ist ja ein wesentlicher Punkt, an dem die ganze juristische Teildiskussion der Pandemie seit 2,5 Jahren letztlich krankt. Wir haben immer wieder ganz verschiedene changierende Ziele, die ganz unterschiedliche Gestalt annehmen. Ich entnehme dem Gesetzentwurf der Impfpflicht für Volljährige, dass letztlich es darum geht, die Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Und dazu muss natürlich ein entsprechendes Risiko mal irgendwie tatsächlich auch naheliegen, jedenfalls möglich sein. Und da gibt es eben abgesehen von der Möglichkeit, dass es überhaupt neue Varianten geben wird und dass überhaupt im Herbst natürlich respiratorische Erkrankungen häufiger sind als im Sommer, keine wirklichen Anhaltspunkte. Dementsprechend reicht das im Moment nicht. Wenn ich dann sozusagen höre, naja gut, dann changiert die Wortwahl so ein bisschen, dann wird aus Überlastung wird Entlastung. Also dann geht es nicht mehr um Überlastungsverhinderung, sondern um Entlastungsverhinderung. Das kann man natürlich machen. Das Bundesverfassungsgericht sagt in seinen Bundesnotbremseentscheidungen auch ja, auch die auch andere Ziele kann man in den Blick nehmen. Aber wenn man diese anderen Ziele in den Blick nimmt, muss man natürlich sehen, die haben eine andere Wertigkeit.
Überlastung des Gesundheitswesens ist ein gravierender, dominanter, extrem gewichtiger Gesichtspunkt, der letztlich ganz, ganz viele Einschränkungen im Grundrechtsbereich rechtfertigen kann, weil beim Versagen des Gesundheitswesens eben Leben und körperliche Unversehrtheit der Behandlungsbedürftigen in Rede steht. Wenn es um Entlastung des Gesundheitswesens geht, dann droht kein Versagen, sondern dann droht vielleicht länger warten, dann droht eine Belastung des medizinischen Personals, das sind alles auch gewichtige Gesichtspunkte, die man würdigen muss, die aber möglicherweise bei der Angemessenheit eines Eingriffs dann zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Dritter Punkt, Schutz vor schweren Krankheitsverläufen. Ja, das ist auch etwas, was immer wieder genannt wird. Der Punkt ist aber da, ich habe es vorhin schon ausgeführt, muss man ja sehen, wer wird denn jetzt eigentlich vor schweren Krankheitsverläufen geschützt? Ist es der Einzelne, der sagt, ich nehme das Risiko aber hin und ich nehme auch einen eventuellen schweren Krankheitsverlauf hin? Das ist im Prinzip, wenn man von der eigenverantwortlichen Lebensgestaltung des Einzelnen angeht, vielleicht unvernünftig, aber das gute Recht jedes Einzelnen. Problematisch wird es da, wo er Dritte gefährdet. Da darf natürlich der Staat, darf die Gesellschaft einschreiten und eine Freiheitsbeträchtigung zurückdrängen, aber erst da. Und das ist letztlich am Ende des Tages die Zieldiskussion, die man erstmal klären muss. Der Gesetzentwurf muss sagen, was er will. Er sagt letztlich, ich möchte die Überlastung des Gesundheitswesens verhindern und das, da reicht die Begründung momentan einfach nicht. Und wenn man dann weiterschaut, letztlich was die Eignungsdiskussion angeht, letztlich der Gesetzentwurf versucht, die Eignung eines Impfstoffs für die Abwehr einer Gefahr, die er postuliert, zu begründen, von der er noch gar nicht genau beschreiben kann, wo sie eigentlich herkommt. Der Gefahrmechanismus, insbesondere hinsichtlich der zukünftigen Varianten, die die Überlastung drohende begründen sollen, der ist noch gar nicht richtig beschrieben und deswegen lässt sich auch die Eignung des Impfstoffs, das ist möglich, gar keine Frage, das haben wir ja heute auch gehört, aber es gibt keine tatsächlichen Anhaltspunkte dafür, dass das dann auch wirklich so wäre, sondern es ist eben eine abstrakte Möglichkeit und die reicht auch bei den weiten Maßstäben, die das Bundesverfassungsgericht zieht, derzeit noch nicht. Deswegen ist es jetzt aus meiner Sicht in der Tat geboten, die Informationen über die drohende Entwicklung im Herbst zusammenzusammeln, möglichst konkret werden zu lassen, die Gefährdungseinschätzung kontinuierlich zu aktualisieren und an dem Punkt, wo dann der derzeit noch, sagen wir mal, Gefahrverdacht, der besteht, in einen gefährlichen Zustand umschlägt, dann auch zu handeln und die entsprechende Impfverpflichtung dann, wenn es notwendig erscheint, auch zu machen. Vielen Dank. Dankeschön. Als nächstes Herr Sorge, bitte. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an den GKV-Spitzenverband. Und mich würde interessieren, weil ja vorhin die tatsächlichen Umsetzungsprobleme schon angesprochen worden sind. Der Entwurf eines Gesetzes zur Aufklärung, Beratung und Impfung aller Volljährigen gegen SARS-CoV-2 sieht die Errichtung eines periodischen dezentralen Meldesystems bei jeder einzelnen Krankenkasse vor. Da würden mich interessieren, sehen Sie Probleme bei der Umsetzung und wenn ja, welche? Vielen Dank. Danke. Die Frage richtet sich an Frau Dr. Pfeiffer. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Pfeiffer, GKV Spitzenverband. Ich möchte jetzt auch noch mal betonen, dass wir keine Aussage zur Einführung einer Impfpflicht gemacht haben, sondern, wie Herr Sorge gerade schon nachgefragt hat, zu der Rolle der Krankenkassen in der Umsetzung. Die Krankenkassen sind, und das gilt sowohl für die gesetzlichen wie für die privaten Krankenversicherer, die ja im Gesetzentwurf vorgesehen sind, keine Gesundheits- oder Ordnungsbehörden. Und wir sind auch der Auffassung, dass sie nicht als solche von den Versicherten wahrgenommen werden. Und wir sind der Auffassung, die Überwachung der Impfpflicht ist eine staatliche Aufgabe und die Übertragung würde das wichtige Vertrauensverhältnis zwischen Versicherten und Versicherern belasten. Zudem ist das geplante Verfahren eher weder wirtschaftlich noch funktional oder nachhaltig. Es müssen also 97 unabhängige Melde- und Prüfprozesse initialisiert werden in der gesetzlichen Krankenversicherung. Hinzu kommen dann noch die privaten und sonstigen Versicherer. Dann ist die spätere Weiterleitung ja vorgesehen an Behörden, die noch benannt werden sollen, die dann die Bußgelder oder die Bußgeldverfahren einleiten. Das heißt, wir haben hier eine einmalige Erhebung mit dezentraler befristeter Datenspeicherung. Eine Aussagefähigkeit zur Durchimpfung der Bevölkerung wird sich dann frühestens im Oktober 2023 erreichen lassen, weil dann erst die Datenweiterleitung an das Forschungsdatenzentrum erfolgen kann.
Darüber hinaus muss man wissen, dass die Kassen nicht sicher über die aktuellen Adressdaten all ihrer Versicherten verfügen. Also die Ummeldungen bei den Meldeämtern sind die weitgehend aktuell, aber ehe sich jemand bei der Krankenkasse ummeldet, das dauert oder wird nicht so nachgehalten. Wir haben darüber hinaus etwa 16 Millionen Familienversicherte. Wir haben Kinder, die in Ausbildung oder Studium sind, an einem anderen Ort leben. Also hier gibt es doch deutliche Lücken. Und was wir als besonders problematisch in diesem Prozess sehen, ist, dass viele Millionen Versicherte, die ihre Meldung verspätet abgeben oder an dem technischen Übermittlungsprozess scheitern, dass die zu Unrecht dann auch an die Bußgeldstellen gemeldet werden müssen. Also betroffen wären dann Personen, die sich schon haben impfen lassen, insbesondere ältere und Bürgerinnen und Bürger in vulnerablen Gruppen. Die Bußgeldbehörden würden überlastet. Also von daher ist dieser Prozess hochaufwendig und wird nach unserer Auffassung, dem von uns auch geteilten Ziel einer Erhöhung der Impfquote, nicht förderlich sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Und als nächstes fragt Frau Winkelmeier-Becker. Bitte, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ich hätte noch mal eine Frage an die Sachverständige Professor Dr. Brinkmann. Sie hatten vorhin en passant gesagt, dass es ja eben auch viele Fehlinformationen gibt in der gesamten Diskussion und auch wir hier im Kreise nicht davor gefeit sind. Deshalb wollte ich Ihnen Gelegenheit geben, da vielleicht die zwei oder drei wichtigsten Punkte noch mal gerade zu unterstreichen in aller Kürze. Vielen Dank. Dankeschön. Professor Brinkmann, dann haben Sie das Wort. Dankeschön, Melanie Brinkmann, Einzelsachverständige, Sachverständige Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Na, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass davon ausgegangen wird, dass es zu keiner Entwicklung des Virus in eine pathogenere Version kommen kann, weil es das bislang in der Geschichte der Medizin noch nicht gab. Das stimmt so nicht, denn wir sehen ja allein jetzt in der sehr frühen Historie dieser Pandemie, dass sich die Delta-Variante entwickelt hat, die pathogener war als das Ursprungsvirus. Und da möchte ich auch die Gelegenheit noch einmal nutzen, zu betonen, dass es nicht dazu kommen muss, das sage ich nicht. Aber man muss diese Wahrscheinlichkeit einfach mit auf die Waagschale legen. Und wie Herr Karagiannidis auch ausgeführt hat, es gab in der Delta-Welle eine hohe Belastung, zum Beispiel auch bei den schwangeren Frauen. Es gab viele Fälle auf den Intensivstationen. Und das ist einfach ein Zustand, den man ja vermeiden möchte. Und das Dilemma ist einfach, dass die Impfung, der wirklich komplette Schutz, erst nach 4 Monaten besteht. Und dass, wenn Delta zurückkommen sollte, dass wir da zu langsam sind. Das ist so das Problem. Und wie gesagt, die ganzen Unwägbarkeiten, die sind ja hier schon vielfach betont worden, die sind einfach da. Und ich weiß nicht, ob man es unbedingt ausprobieren muss und nicht vorher präventiv handelt. Aber das ist, ich kann nur schildern aus biologischer Sicht, was passieren kann. Ein anderes Beispiel ist, dass behauptet wird, ohne dass ich jetzt einschlägige Literatur, die in der Wissenschaft auch wirklich begutachtet wurde, das ist bei uns der normale Prozess. Daten werden präsentiert und sie werden von unabhängigen Gutachtern begutachtet. Und ich wüsste von keiner solchen Studie, die belegt, dass die Impfung jetzt in einer hohen Anzahl von Menschen zum Tode führt. Ein Beispiel ist zum Beispiel, also man sollte dann ja in Ländern, in denen es eine hohe Impfquote gibt, auch eine Übersterblichkeit sehen. Und ein gutes Beispiel dafür sind Neuseeland oder Australien. In beiden Ländern gab es sehr wenige Covid-Tote, aber die Impfquote ist sehr, sehr hoch und es gibt keine Übersterblichkeit. Und das ist noch einmal, und genau das, die Frage, was war denn jetzt hier Falschinformation? Das ist eben genau der Punkt. Das kann man eben auch nur mit einem breiten Wissen unterscheiden. Und das ist gerade eine große Herausforderung, die ich auch sehr häufig gespürt habe in der Bevölkerung, die gesagt hat, Frau Brinkmann, wir können einfach nicht unterscheiden zwischen echter Information und den sogenannten Fake News. Und das ist etwas,
wo auch, also nicht nur Aufklärung ist wichtig, sondern auch das Erklären, warum ist diese Information eigentlich falsch. Und das ist schwierig, das ist komplex. Danke. Vielen Dank. Und Herr Dr. Kippels fragt weiter. Vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich wieder an den Einzelsachverständigen, Herrn Professor Stöhr. Auch in den Staaten, in denen ein sehr hoher Anteil von Personen gegen das SARS-CoV-2-Virus geimpft wurde, konnte in den letzten Monaten ein Anstieg in der Inzidenzzahlen und auch der Zahl der Verstorbenen beobachtet werden. Wie erklären Sie sich das und was bedeutet das für die aktuelle Diskussion und Situation in Deutschland? Vielen Dank. Danke, Herr Professor Stöhr. Sie haben das Wort. Ja, Klaus Stöhr, Einzelsachverständiger, danke für die Frage. Leider geht meine Kamera scheinbar doch nicht, aber also die Inzidenzen in den anderen Ländern steigen ja vergleichbar so wie in Deutschland. Auf dem Weg Richtung zum Ende der Pandemie ist es normal, vor allem wenn die Maßnahmen natürlich nachlassen, dass die Inzidenz an sich zunimmt. Da gibt es genügend Daten aus den vergangenen Pandemien. Am Ende der Pandemie steht die Infektion der weitaus meisten Menschen. Das geht dann Richtung 90, 95, 100%. Und dann wird auch die Endemie erst beginnen. Diese Zunahme der Inzidenzen in den anderen Ländern hat ja in keinem unserer vergleichbaren Nachbarländer zu einer signifikanten insgesamten oder auch nur regionalen Überlastung des Gesundheitswesens geführt. Hierbei muss man sich vor Augen führen, dass in unseren Nachbarländern weitaus weniger Krankenhausbetten pro Kopf der Bevölkerung gibt. In der Schweiz oder auch in Schweden nur ein Viertel oder die Hälfte der Krankenhausbetten pro Kopf der Bevölkerung. Natürlich wird dort auch viel mehr ambulant behandelt, aber um die Größenordnung zu nennen und so viele Intensivbetten wie in Deutschland pro Kopf der Bevölkerung gibt es in keinem anderen Land. Also sehr hohe Inzidenzen, höhere als in Deutschland, in anderen Ländern und weniger robustes, weniger breit aufgestelltes Gesundheitswesen. Und trotzdem scheint man mit der Lage in den anderen Ländern gut zurechtzukommen. Es kommt also dort zu keiner offensichtlich keiner Überlastung des Gesundheitswesens. Und wenn man sich vor Augen hält, was das Ziel einer Pandemiebekämpfung ist, und ich denke mir, dass die Impfpflicht dem ja auch dienen sollte, dann kann das aus meinem Blickwinkel nur die Verhinderung der Überlastung des Gesundheitswesens sein. Denn die medizinischen, gesundheitlichen Auswirkungen für den Einzelnen einer SARS-CoV-2-Infektion gegenwärtig lassen sich ja, auch mit Zunahme der natürlichen Immunität, vergleichen mit der anderen Atemwegserkrankung. Und wenn man jetzt tatsächlich ein Ziel der Impfpflicht sieht, Infektionen zu verhindern, dann müsste man aber auch die Impfpflicht bei der Influenza diskutieren oder sehr schnell viel Geld investieren, zum Beispiel bei der RSV-Infektion, einer Infektion, die die Kinder betreffen würde, die die Kinder betrifft, wo mehr Kinder auf der Intensivstation, mehr Kinder in den Krankenhäusern liegen als bei der Corona-Infektion. Also hier müsste man dann auch verhältnismäßig vorgehen und dann jede Infektion verhindern. Aber das ist meines Erachtens auch vorbei, weil letztendlich das Virus so weit zirkuliert, man mit keiner Maßnahme es mehr einfangen kann. Alle werden sich infizieren, leider, das ist bei diesem natürlichen Naturereignis so. Und man kann also auch dieses Ziel, Infektion verhindern, sicherlich erreichen. Da müsste man aber wieder Lockdown machen, müsste man alle durchimpfen. Ob das verhältnismäßig ist, das wage ich zu bezweifeln. Es wird aber auch weiterhin Todesfälle geben. Die haben in den anderen Ländern eine ungefähr die gleiche Größenordnung erreicht wie in Deutschland. Denn keiner der Maßnahmen, die in anderen Ländern oder in Deutschland verwendet werden, wirken zu 100%. Weder die Impfstoffe noch die Medikamente noch eine Intensivstation, ein Krankenhaus kann 100% der Todesfälle verhindern. Es wird also weiterhin, wie bei anderen Atemwegserkrankungen, auch Todesfälle geben. Die lassen sich jetzt noch ein Stückchen nach hinten verschieben, wenn man die Infektion weiter verhindert. Oder man kann sie auch relativ zügig gestatten, so wie das die anderen Länder auch machen. Deutschland hat hier, wer ein bisschen rausschaut, da sieht das ein Alleinstellungsmerkmal, dass man also glaubt immer noch, dass man jede Infektion verhindern kann. Das wäre ideal, das würden sich alle hoffen, aber das ist leider nicht die Realität. Vielen Dank. Und dann stellt die nächste Frage Frau Borchert. Bitte, Frau Kollegin.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht auch an Professor Stöhr. Herr Professor Stöhr, ist nach Ihrer Ansicht bereits eine belastbare und ausreichende Datengrundlage in Deutschland vorhanden, aufgrund derer man eine Impfpflicht ab 18 Jahren einführen könnte? Und falls nicht, welche Daten würden wir dazu benötigen? Und vielleicht können Sie da auch in dem Zusammenhang noch mal auf Fremdschutz und Selbstschutz eingehen. Vielen Dank. Danke. Herr Professor Stöhr, dann können Sie fortfahren, bitte. Klaus Stöhr, Einzelsachverständiger. Also aus meinem Blickwinkel könnte eine Impfpflicht ein sehr scharfes und sehr effizientes Schwert sein, um die Impfrate zu erhöhen. Die Frage würde sich stellen, als erstes, gibt es alternative Varianten, mit denen man das ähnliche Ziel erreichen könnte? Und was sind die Vor- und Nachteile und wie vergleichen die sich mit der Impfpflicht? Und welche Einzelmaßnahme, die man dann evaluiert oder Kombination davon, könnte am effizientesten mit dem geringsten Kollateralschaden dann auch das Ziel erreichen? Aber das Ziel muss man erstmal genau definieren. Und wenn das Ziel datenfrei die Reduktion der Todesfälle wäre, dann müsste man die über 50- oder 60-Jährigen impfen, weil die einen 99-prozentigen Anteil an allen Todesfällen haben. Aber es gibt ja Möglichkeiten, auch genau diese Altersgruppen und Bevölkerungsschichten zu identifizieren, wo gegenwärtig das Immunloch noch am größten ist. Und denn die Größe dieser Immunlücke wird ja entscheiden, wie schlimm, wie schwer die Atemwegserkrankungswelle im nächsten Herbst wird. Diese Lücke kennt man nicht. Die könnte man aber mit einer guten Studie analysieren. Ja, das sind 5.000 bis 6.000 Probanden, die man innerhalb von 1 bis 2 Monaten repräsentativ untersucht und dann die Daten analysiert. Und dann wüsste man, wo tatsächlich dieses Impfloch ist. Und lassen Sie mir noch ein Wort sagen zu der Frage, schafft man dann das dann vor dem Herbst, wenn die Daten vorliegen, vielleicht im Juli, August noch die Impfung auch aufzubauen? Meine Antwort hier ist ja, aus der Erkenntnis sowohl der Impfstoffe als auch der normalen des normalen Zeitablaufes von Winterimmunisierungsmaßnahmen. Es würde ja so sein, dass wenn man die Impflücke feststellt, nehmen wir mal an, sind immer noch 2,8 Millionen bei den über 60-Jährigen. Dort macht man eine Impfpflicht und beginnt mit der Umsetzung im September. Dann würde man im Anfang Oktober, Mitte November, Dezember die meisten vielleicht geimpft haben, die es noch machen wollen, die 2%, die sich dann noch bereit erklären. Dann würde man innerhalb von 4 Wochen auch einen sehr guten, nach der zweiten Impfung, Immunschutz haben. Die Daten sind belastbar. Der Impfschutz würde weit über dem liegen, was man erhofft hat bei der Corona-Impfung, bevor die Impfstoffe entwickelt wurden. Da hat man nämlich gesagt, alles, was über 50% oder 60% an Wirksamkeit für die Verhinderung schwerer Verläufe geht, würde ein toller Impfstoff sein. Jetzt liegen wir bei 90%. Natürlich, die dritte Impfung, die bringt uns dann wieder auf die 90%, aber eine doppelte Impfung würde einen sehr guten 3 bis 5 Monate Immunschutz immer noch gewährleisten, auch bei den über 60-Jährigen. Also das Argument, dass man jetzt nach hinten, dass man jetzt gleich anfangen muss mit Impfen, damit man im Herbst eine entsprechende Immunrate hat, ist meines Erachtens nicht stichhaltig. Also solche Studien sollten eigentlich von öffentlicher Hand gefördert werden. Ich habe mich da ein bisschen umgehorcht, sowohl beim Bundesgesundheitsministerium, da wurden 2 solche Studien nicht gefördert. Das Forschungsministerium hat angekündigt, die wollen das machen. Ich habe auch andere Kollegen gefragt. Es gibt offensichtlich keinen in Deutschland, der solche Studien gegenwärtig finanzieren möchte. Aber meines Erachtens wären sie die Grundlage, um evidenzbasiert, zielgerichtet und genau die Gruppe zu erreichen, vielleicht sogar nur mit Anreizen, die nicht in Impfpflicht gehen, um dann die Impflücke für den Herbst auch zu schließen. Danke. Und Frau Winkelmeier-Becker stellt die nächste Frage, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe noch mal eine Frage an Dr. Segmüller. Und zwar eine Frage zum weiteren parlamentarischen Verfahren. Wir haben ja hier Anträge, die auf der einen Seite sagen, unbedingte Impfpflicht ab bestimmten Zeitpunkt. Wir haben auf der anderen Seite Anträge, die sagen, gar keine Impfpflicht. Und wir haben vermittelnde Anträge. Wie gehen wir da am besten parlamentarisch weiter mit um, auch wenn es dann um die Frage der Abstimmung geht? Danke. Die Frage hat sich an Sie gerichtet, Dr. Segmüller. Sie haben das Wort.
Vorsitzender des Bundes Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen, Richter am Bundesverwaltungsgericht und Vizepräsident des Berliner Verfassungsgerichtshofes. Das ist ja eine Frage, die letztlich das Parlamentsrecht und gar nicht so sehr den Infektionsschutz betrifft. Es gibt ja da die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, die das im Wesentlichen vorstrukturiert und die allgemeinen Grundsätze über die Behandlung von konkurrierenden Anträgen und Gesetzentwürfen. Und da gilt ja der allgemeine Grundsatz, der weitestgehende Antrag wird zunächst behandelt, was dann die Frage aufwirft von den 5 Anträgen. Welches ist denn der weitestgehende Antrag? Der weitestgehende Antrag ist wohl die Impfpflicht für Volljährige. Das wäre wohl aus meiner Sicht zuerst zu behandeln. Wenn dann dieser Antrag durchgeht, dann erledigt sich natürlich alles andere, geht ja nicht durch. Dann ist unter den restlichen Anträgen zu entscheiden, was dann der weitestgehende ist. Dann hätten wir wohl als weitestgehenden Antrag denjenigen, der lautet Impfvorsorge stärken, aber ohne Impfpflicht, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe. Und der wäre dann als nächstes abzustimmen. Der Antrag der AfD-Fraktion, der ist aus meiner Sicht in dieser Kategorie nicht 1:1 zu berücksichtigen, weil er ja letztlich auf eine rechtliche Bewertung zielt und nicht so sehr auf ein Gesetzgebungsvorhaben. So verstehe ich ihn. Ansonsten wäre der natürlich ungefähr mit dem anderen Antrag gleichzusetzen. Das wären die beiden Anträge dann. Je nachdem, wie es mit diesen Anträgen ausgeht, muss man dann weitersehen, was dann der weitergehende ist. Das wäre dann wohl der Gesetzgebungsantrag mit der Impfpflicht ab 50. Und zuletzt letztlich bliebe dann der Antrag für ein Impfvorsorgegesetz übrig. So sehe ich die Struktur der Abstimmung. Vielen Dank. Und Herr Sorge stellt die nächste Frage. Vielen Dank. Ich möchte gerne noch mal nachhaken, was Professor Stöhr gesagt hat. Und deshalb meine Frage an ihn. Er wies ja darauf hin, dass die Impflücke momentan überhaupt nicht klar definierbar sei, auch bei der Frage der Wirkung der Impfstoffe, also Stichwort Antikörperstatus, dass der nach 3 Monaten relativ stark nachlässt. Deshalb würde mich interessieren, das Argument der Befürworter einer pauschalen Impfpflicht ist ja immer zu sagen, wir müssten jetzt möglichst schnell alle impfen, weil das doch irgendwas bringen würde. Und wir im Herbst bzw. im Spätsommer zu spät dran wären. Deshalb würde mich interessieren, Herr Professor Stöhr, wie Sie das einschätzen, wann, wenn ja, überhaupt dann geimpft werden sollte und vor allen Dingen auch vom zeitlichen Ablauf, ob Sie sich oder ob Sie was dazu sagen können, ob dieser aktivierbare Impfmechanismus, so wie wir ihn vorschlagen, auch zeitlich geeignet wäre, auf künftige pandemische Entwicklung angemessen zu reagieren. Ich würde ganz gerne, wenn das möglich ist, die Frage auch die letzten 2 Halbsätze noch an Herrn Professor Lindner stellen. Ansonsten würde ich das in der Extrafrage noch mal stellen. Das können wir so machen. Wir haben jetzt insgesamt noch 2:20. Dann gebe ich erst Herrn Professor Stöhr das Wort und wenn dann noch Zeit ist, an Herrn Professor Lindner. Herr Professor Stöhr, bitte. Klaus Stöhr, Einzelsachverständiger. Wenn man jetzt sehr schnell beginnen würde, diese 3 Impfungen hintereinander zu liefern, würde auch die letzte Impfung unbedingt erst im Oktober, November zu geben sein, weil natürlich die Antikörper, die hauptsächlichen Schutz liefern, das sind Proteine, die verschwinden relativ schnell wieder, das ist bekannt, dann müsste man wieder nachboostern. Das würde bei der Doppelimpfung, die man im Herbst beginnen würde, nicht viel anders sein. Man könnte also das ähnliche Ziel erreichen, vielleicht nicht genauso gut, aber man könnte eine sehr hohe Wirksamkeit schon mit den 2 Impfungen erreichen und könnte, wenn man wollte, dann auch die 3. Impfung noch nachliefern nach 2-3 Monaten, die würde dann im Januar, Februar kommen. Die Atemwegssaison reicht ja von November, Dezember bis hin nach Februar, März. Also in dem gesamten Zeitraum soll ja geschützt werden. Und wenn man jetzt anfängt zu impfen und dann vielleicht die letzte Impfung im Sommer schon gibt, also wenn man diesen Schema folgt, gleich loslegen, dann hat man im Winter eigentlich einen verminderten Schutz und nicht das, was man eigentlich braucht. Vielen Dank. Und dann gebe ich das Wort Herrn Professor Lindner zur Beantwortung der gleichen Frage. Genau 1 Minute gibt es jetzt noch. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Josef Franz Lindner, Einzelsachverständiger Universität Augsburg. Herr Stöhr hat, glaube ich, ganz nachdrücklich ausgeführt, dass eben die Vorsorgegesetzgebungslösung tatsächlich möglich wäre. Und ich denke, das ist das Mittel der Wahl. Denn welche Möglichkeiten hat man, mit Unsicherheit umzugehen? Erstens, man macht nichts. Das, denke ich, kommt nicht in Frage. Zweitens, man macht ins Blaue hinein irgendetwas. Da würde man wahrscheinlich auch den Einschätzungsspielraum, den das Bundesverfassungsgericht gibt, überstrapazieren. Ich warne auch davor, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
zur Notbremse einfach 1:1 so nonchalant hier auf die jetzige Lage zu übertragen, macht man es einfach. Ich denke, die Unsicherheit kann man dadurch reduzieren, dass man jetzt noch einige Monate wartet, aber jetzt schon die Rechtsgrundlage schafft, um dann, wenn wir mehr Informationen haben, die Impfpflicht relativ schnell scharf zu schalten und dann auch zeitlich noch so im Rahmen sind, wie ihn Herr Professor Stöhr gerade skizziert hat. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann haben wir auch hier sehr gut in der Zeit das Fragerecht der Fraktion CDU/CSU miteinander bearbeitet und die Antworten der Expertin gehört. Und somit geht das Fragerecht jetzt über an die AfD-Fraktion. Das sind noch 12 Minuten und Sie hatten noch 20 Sekunden gespart eben. Das heißt, die schlagen wir Ihnen oben drauf. Herr Ziegler, bitte. Vielen Dank für die Fragemöglichkeit. Meine Frage geht an die Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V. In den letzten beiden Jahren sind durch die Medien Krankenhausverlegungen von Patienten als Indiz für eine Überlastung des Gesundheitswesens erschreckend öffentlichkeitswirksam gezeigt worden. Ich erinnere an Bundeswehrmaschinen und viele Krankenwagen zur Verlegung von Covid-19-Patienten. Dazu mein Fragekomplex. Wie viele Verlegungen für Covid-19-Patienten haben Sie 2020 und 2021 registriert? Wie viele Verlegungen von einem in ein anderes Krankenhaus gab es insgesamt jeweils in den Jahren 2019, 20 und 21? Und ganz besonders interessiert mich, sind in den beiden Corona-Jahren 2020 und 21 zur Entlastung des Gesundheitswesens insgesamt mehr Patienten verlegt worden als im Vergleichsjahr 2019? Danke. Die Frage richtet sich an Dr. Gass. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Gerald Gass, Deutsche Krankenhausgesellschaft. Die Fragen kann ich jetzt im Detail mit genauen Zahlenangaben so nicht beantworten, weil ich die Zahlen dann erst nochmal hervorholen muss. Wir haben eine Patientenverlegung gehabt, das kann ich sagen, was die schwerkranken Patienten im Rahmen des Kleeblattverfahrens angeht, im Bereich der Intensivmedizin, die Sie zu Beginn Ihrer Frage auch angesprochen haben, die im hohen zweistelligen Bereich lag. Wir haben darüber hinaus immer wieder im hohen dreistelligen Bereich Verlegungen gehabt aus peripheren Intensivstationen in sogenannte ECMO-Zentren, wo diese Intensivpatientinnen und Patienten dann mit einer höheren Intensivstufe weiter behandelt werden konnten. Das sind in jedem Fall Ausnahmesituationen gewesen, die wir in der Vergangenheit jenseits der Pandemie so und nicht in diesem Umfang gesehen haben. Und insofern muss ich jetzt die Zahlen, die Sie genau detailliert abgefragt haben, nochmals nachliefern. Vielen Dank. Herr Ziegler, Sie haben eine weitere Frage, bitte. Meine nächste Frage geht an den Einzelsachverständigen Tom Lausen. Können Sie anhand der Ihnen vorliegenden Datenmaterials zur Krankenhausverlegung per anno in Deutschland für 2019, 20 und 21 Zahlen zur Verlegung nennen? Und kann man daraus Rückschlüsse auf die Auslastung oder Überlastung der Krankenhäuser in Corona-Zeiten ziehen? Vielen Dank. Herr Lausen, Sie haben das Wort. Ja. Vielen Dank, Tom Lausen, Datenanalyst aus Gründeich. Und ich habe natürlich viele Daten gesammelt zur Verlegung von Patienten oder Fällen aus Krankenhäusern in andere Krankenhäusern. Habe ich Daten erstmal ohne die, also alle Patienten, die in 2019 beispielsweise verlegt wurden, sind etwa 611.000 gewesen. Das heißt also, wir hatten 611.000 Verlegungen in 2019. Wir hatten in 2020 nur noch 547.000, also etwa 60.000 weniger. Und in 2021 556.000 gesetzlich Versicherte, die verlegt worden sind. Also das Geschehen auf der Intensivstation gestaltete sich noch mal etwas geringer natürlich. 2019 wurden von einer Intensivstation in ein anderes Krankenhaus 214.000 Menschen verlegt. 2020 nur noch 195.000 Menschen. 2021 192.000 Menschen. Natürlich ist es ja so, das habe ich ja auch schon letztes Mal gesagt, dass die deutschen Krankenhäuser im Jahre 2020 und 2021 tatsächlich eine Patienteneinbuße bzw. eine Falleinbuße von etwa 5 Millionen Fällen gehabt haben. Das macht sich natürlich auch bei den Verlegungen bemerkbar. Je weniger Fälle, desto weniger Verlegungen sind da notwendig und möglich.
Und genauso sieht es dann natürlich auch entsprechend auf der Intensivstation aus, wo auch deutlich weniger Fälle über das Jahr 2021 und 2020 als 2090 gewesen sind. Und ich möchte noch mal eine Gelegenheit nutzen. Ich habe mich nämlich vorhin vertan. Ich möchte das kurz korrigieren. Ich hatte ja das Bundesverwaltungsgericht gesagt, dass tatsächlich die Todesfälle nach Impfung akzeptiert hat. Es war tatsächlich das Bundesverfassungsgericht. Und zum Glück haben wir ja die Bundesoberbehörde, das Paul-Ehrlich-Institut. Und ich möchte da einmal zitieren. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich im Februar etwas dazu gesagt. Die Bundesoberbehörde Paul-Ehrlich-Institut wird hier referenziert. Kommen Betroffene der Ihnen in § 20a IFSG auferlegten Nachweispflicht nach und willigen in eine Impfung ein, löst dies körperliche Reaktionen aus und kann Ihr körperliches Wohlbefinden jedenfalls vorübergehend beeinträchtigen. Im Einzelfall können auch schwerwiegende Impfnebenwirkungen eintreten, die im extremen Ausnahmefall auch tödlich sein können. Vergleiche Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts, Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen. Es ist also gar nicht so schwer, Informationen tatsächlich auch als Datenanalyst herauszulesen. Man muss dafür keine großartigen Studien kennen. Es reicht ja, wenn wir unsere wichtige Bundesoberbehörde, das Paul-Ehrlich-Institut, haben, die das ermittelt, die nämlich bei 2255 Verdachtsmeldungen auf Todesfälle in Bezug auf die Impfung oder Nachimpfung 85 auf jeden Fall für möglich und wahrscheinlich als an der Impfung gestorben eingestuft hat. Das sollte zunächst einmal reichen, dass man nicht erstmal auf eine Studie wartet, sondern dass man das eigentlich auch schon einbeziehen muss in die Überlegung. Vielen Dank. Danke. Und Herr Sichert stellt die nächste Frage. Ja, ich dachte, der Herr Ziegler wollte noch eine Frage stellen. Ja, also bei uns waren zwei Fragen gemeldet, aber dann sehr gern. Dann fahren Sie bitte fort, Herr Ziegler. Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an den Deutschen Ethikrat. In Ihrer Pressemitteilung vom 22.12.2021 verwenden Sie nachfolgende Formulierungen, um eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht ethisch zu befürworten. Ich zitiere aus der Pressemitteilung: Derzeit stößt das deutsche Gesundheitssystem vielerorts an seine Grenzen. Oder zum Beispiel einen drohenden Kollaps des Gesundheitswesens abzuschwächen. Oder als letztes Beispiel, um eine Überlastung des Gesundheitswesens, speziell der Intensivstationen, zu vermeiden. Die mir aktuell vorliegenden Daten zeigen, dass insgesamt in 2020 und 2021 den deutschen Krankenhäusern 5 Millionen Fälle verloren gegangen sind. Laut INEC sogar auch auf den Intensivstationen auch noch mal 500.000 weniger Fälle, die abgerechnet worden sind. Und nun meine Frage. Welche genauen Zahlen haben Sie herangezogen, um Ihre ständig wiederkehrenden Aussagen zur Überlastung des Gesundheitssystems zu stützen? Und wir haben nun 4 oder 5 Corona-Wellen, da streiten sich die Experten, unterschiedlicher Stärke fast hinter uns. Wir haben 5 Millionen weniger Fälle, 500.000 weniger Fälle auf Intensivstationen abgerechnet. Mehrfach wurde uns die Überlastung des Gesundheitssystems prognostiziert, nie traf sie ein. Und auf welcher Zahlengrundlage können Sie nun auch gerade für die zukünftigen Wellen eine Prognose der Überlastung des Gesundheitssystems abgeben? Vielen Dank. Die Frage richtet sich an Frau Professor Büchs und Sie haben jetzt auch das Wort, Frau Professor. Ja, vielen Dank, Alena Büchs, Deutscher Ethikrat. Die Ihnen vorliegenden Daten kenne ich nicht und kann ich auch nicht bewerten. Das ist auch nicht Rolle und Funktion des Deutschen Ethikrates. Wir haben uns in unseren Publikationen seit März 2020 immer wieder auf die drohende Überlastung des Gesundheitswesens deswegen bezogen, weil diese, das wurde von verschiedenen verfassungsrechtlichen Kolleginnen und Kollegen hier ja auch unterstrichen, eine rechtliche Begründung, eine der rechtlichen Begründungsmöglichkeiten für einschränkende Maßnahmen darstellt. Wir haben in der letzten Publikation zur allgemeinen Impfpflicht darauf als eine von zwei Zielperspektiven hingewiesen für eine solche Impfpflicht, also die drohende Überlastung des Gesundheitswesens und der Übergang in eine sogenannte kontrollierte endemische Lage. Das heißt, hier geht es um ein normatives Ziel. Der Deutsche Ethikrat ist nicht ein Gremium, das selbst auf der Grundlage von Daten einschätzt oder bewertet, wann eine solche Situation vorliegt. Vielen Dank. Dankeschön. Und Herr Ziegler stellt die
eine weitere Frage, noch 3,5 Minuten, bitte. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Tom Lausen. Können Sie uns anhand des Vergleichs der von Ihnen ausgewerteten Daten einen Überblick für die Auslastung der Intensivstationen und des deutschen Gesundheitswesens in Gänze für die Jahre 2019, 2020 und 2021 geben? Vielen Dank. Herr Lausen, Sie haben das Wort. Tom Lausen, Datenanalyst aus Gründeich. Das Wort Datenanalyst muss ich immer wieder sagen, weil die Daten eigentlich alle verfügbar sind. Und es wäre eigentlich auch schön, wenn die einfach mal vernünftig zusammengetragen würden. Dann kann man viele Dinge sehen und vielleicht auch über viele Dinge muss man dann gar nicht mehr so lange sprechen. Ich habe es ja eben schon erwähnt, das deutsche Gesundheitssystem ist ja im Wesentlichen, sind ja angesprochen, die deutschen Krankenhäuser jetzt bei der Omikron-Welle und die Intensivstationen, die überfüllt waren, Bundesnotbremse im April 2021, daran möchte ich erinnern. Aus meiner Sicht sind die Patienten und die Fallzahlen auf den Krankenhäusern erheblich eingebrochen. Und zwar so erheblich, dass die sich jetzt nicht mehr erholen. Möglicherweise auch deswegen, nicht nur, weil Operationen verschoben werden, sondern weil Patienten eben letztendlich auch Sorge und Angst haben, überhaupt in die Krankenhäuser zu gehen. Die wichtigen Operationen finden statt. Das kann man an den Daten sehen. Das sind bösartige Neubildungen und so weiter. Das RWI-Institut hat da auch sehr gute Datenausarbeitung gemacht, an die ich bitte, sich mal anzusehen. Aber die Gesamtauslastung der deutschen Krankenhäuser ist in den letzten 2 Jahren dramatisch unterausgelastet gewesen, also im Verhältnis zu dem, was 2019 und die Jahre davor gewesen ist. Das darüber sprechen, dass eine Überlastung des Gesundheitssystems eintrifft, ist für mich aus den Daten heraus überhaupt gar nicht erkennbar. Vielen Dank. Dankeschön. Und dann können Sie noch eine weitere Frage stellen, Herr Ziegler, bitte. Ja, meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Pathologieprofessor Burkhardt. Der Professor Schirmacher von der Uni Heidelberg hat dieses Wochenende gesagt, Personen, die überraschend und kurz nach der Impfung versterben, zeigen in unseren Untersuchungen in 30% einen direkten Impfzusammenhang. Meine Frage an Sie, in wie viel Prozent der von Ihnen untersuchten Fälle gehen Sie davon aus, dass die Impfung mitverantwortlich für den Tod der Menschen war? Herr Professor Burkhardt, Sie sind angesprochen. 1 Minute Zeit bleibt noch, bitte. Arne Burkhardt, Pathologe. Ich kann sagen, wir haben bei 15 Fällen, die ausreichend untersucht sind, in 12 Fällen einen klaren Zusammenhang mit der Impfung für den Tod gesehen und in 3 eben keinen sicheren Zusammenhang. Und die Zahlen von dem Professor Schirmacher passen sehr gut dazu, denn unser Patientenkollektiv, das waren alles besonders Gesunde, bei denen eben die Angehörigen überhaupt nicht erwartet haben, dass sie sterben konnten. Während Herr Schirmacher hatte ein Patientengut, welches zufällig ausgewählt war oder zumindest nicht nach dem Gesundheitsgrad vor dem Tod oder vor der Impfung. Und insofern sehe ich hier Übereinstimmung unserer Ergebnisse. Ich denke, die Zahlen stimmen etwa überein. Zum Schluss noch, wer irgendwie an diesen Dingen zweifelt, ist herzlich eingeladen, bei mir die Belege, die histologischen Schnitte einzusehen, insbesondere die Ärzte, die ja alle einen Histologiekurs hinter sich haben und dann insbesondere auch Herr Lauterbach, der ja eine gute pathologische Ausbildung bei Herrn Professor Mittermeier. Okay. Gut, vielen Dank. Damit ist die Fragezeit auch abgelaufen. Und wir gehen jetzt weiter. Das Fragerecht geht jetzt weiter an die Gruppe Kubicki, Aschenberg-Dugnus und andere. Und Frau Aschenberg-Dugnus fragt und es bleiben 7 Minuten. Bitte sehr, Frau Aschenberg-Dugnus. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Radbruch. Ist eine Impfpflicht unter der jetzt vorherrschenden Variante mit den derzeit zur Verfügung stehenden Impfstoffen dazu geeignet, eine Herdenimmunität zu erreichen, wie es ja manche Befürworter der Impfpflicht als Ziel benannt haben? Vielen Dank. Danke, Herr Professor Radbruch. Sie sind angesprochen. Bitte gern. Andreas Radbruch, Deutsches Raumforschungszentrum und Charité, Vizepräsident des Europäischen Immunologenverbandes. Ja, da haben Sie eine Frage angesprochen, Fremdschutz, Eigenschutz.
Für den Eigenschutz sind unsere Impfstoffe, die wir jetzt haben, perfekt geeignet, viel besser, als man es erwarten konnte. Schon nach der zweiten Impfung mehr als 95% Schutz vor schwerer Erkrankung. Herr Stöhr hat es eben angesprochen. Leider für den Fremdschutz, das heißt davor, dass man sich das Virus einfängt und es weitergibt an andere, ist ein anderer Zweig der Immunität verantwortlich, nämlich die Antikörper auf den Schleimhäuten. Die allerdings verschwinden sehr schnell, innerhalb von Wochen sind sie wieder weg. Und das sieht man dann auch an den Infektionszahlen und auch an der Menge an Virus, das ein infizierter Geimpfter übertragen kann. Da gibt es praktisch keinen Schutz mehr. Dann könnte man sagen, dann boostert man doch immer mal wieder. Leider schiebt das Immunsystem da auch einen Riegel davor, denn es gewöhnt sich an die Impfstoffe und reagiert immer schwächer, was man sehr schön sehen kann bei der vierten Impfung in Israel, wo der Schutz direkt nach der vierten Impfung gerade mal 11-30% vor Infektion ist. Und dann verschwindet das ganz schnell wieder. Also mit den gegenwärtigen Impfstoffen einen Fremdschutz herzustellen, wird unmöglich sein. Wir brauchen dafür neue Impfstoffe und auch mehr Wissen darüber, wie man diese Antikörper in den Schleimhäuten, die verhindern, dass das Virus überhaupt an seine Zielzellen andocken kann, wie man das verhindern kann. Und da ist die Wissenschaft gefordert, aber diese Impfstoffe gibt es noch nicht. Und deswegen mit den gegenwärtigen Impfstoffen rumzuspielen, macht für den Fremdschutz keinen Sinn, für den Eigenschutz sehr wohl. Dankeschön. Frau Aschenbeck-Duknus, Sie fragen weiter, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch meine zweite Frage richtet sich an Herrn Professor Radbruch. Herr Professor Radbruch, Sie haben für breitflächige Untersuchungen des Immunstatus plädiert. Können Sie dem Ausschuss kurz erläutern, was damit gemeint ist und ob Sie einen Zusammenhang mit einer möglichen Impfpflicht sehen? Vielen Dank. Herr Professor Radbruch, dann fahren Sie bitte fort und stellen sich noch mal vor. Deutsches Raumforschungszentrum und Charité Berlin, Immunologe. Ja, ich denke, eine breit angelegte Untersuchung der sehr unterschiedlichen Immunantworten würde sozusagen Klarheit darüber bringen, wie effizient diese Impfungen für bestimmte Bevölkerungsgruppen sind. So wissen wir inzwischen aus Arbeiten einer franco-amerikanischen Arbeitsgruppe, dass ungefähr 4% der über 70-Jährigen Antikörper gegen Interferone haben. Das sind die Zytokine, die man braucht, um das Virus abzutöten im Körper, um eine gute Immunantwort zu machen. Und diese Leute landen zu 20% auf der Intensivstation. 20% der Patienten auf der Intensivstation haben solche Autoantikörper. Und umgekehrt durch eine Impfung werden diese Patienten, bekommen sie einen Immunstatus. Wir wissen, dass Leute, die mit supprimiertem Immunsystem, zum Beispiel Transplantatempfänger oder Rheumapatienten, schlecht antworten. Und es wäre sehr gut, sozusagen, um die Impfungen optimieren zu können, etwas genauer zu wissen, wer wann welche Antwort macht. Einfach sozusagen, um nicht eine Prozedur für alle. Dabei sind wir, was das Immunsystem betrifft, so unterschiedlich wie unsere Fingerabdrücke. Und deswegen brauchen wir einfach diese Untersuchung, diese Daten über den Immunstatus, um in der Zukunft gezielter vorgehen zu können, zu wissen, welche Leute man überhaupt noch boostern kann mit erfolgreich und welche angepassten Impfstoffe überhaupt welche Wirkung haben können. Danke. Danke. Und Frau Aschenberg-Duknus, gern noch eine. Ja, meine nächste Frage richtet sich an die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, an Herrn Professor Tenenbaum. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass entscheidend ist, dass ein breiter Impfschutz in der Bevölkerung freiwillig erreicht wird. Können Sie das bitte kurz erläutern und vielleicht dabei auch darauf eingehen, warum Sie glauben, dass eine Impfpflicht, dass bei einer Impfpflicht der Impfgedanke insgesamt Schaden nimmt? Vielen Dank. Dankeschön. Herr Professor Tenenbaum musste schon los und es übernimmt Professor Schneider von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Herr Professor Schneider, bitte. Ja, guten Tag, Dominik Schneider für die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Und wir haben die Stellungnahme auch gemeinsam verfasst. Letztlich ist das eine Diskussion, die wir auch im Rahmen der Diskussion um die Masernimpfpflicht auch
geführt haben, nämlich dass man den Eindruck gewinnen könnte in der Bevölkerung, wenn einzelne Impfungen mit einer Pflicht belegt sind, dass andere Impfungen dann weniger Wichtigkeit haben. Und als Kinder- und Jugendärztinnen sind wir ja Anhänger des Impfgedankens insgesamt. Und wir müssen aus unserer Sicht, glaube ich, darauf hinwirken, dass Impfungen insgesamt als eines der wichtigsten gesundheitspolitischen Mittel zur Erhöhung der Gesundheit in der Bevölkerung dienen. Weswegen wir formuliert haben zu dem ersten Teil Ihrer Frage, dass wir uns wünschen würden, es würde zu einer freiwilligen Erhöhung der Impfquote kommen. Das liegt daran, dass es doch auch Studien gibt, unter anderem von der WHO über Impfskepsis oder es heißt dann Vaccination Hesitancy, die gezeigt haben, dass vor allem Aufklärungskampagnen wichtig sind und noch einen stärkeren Effekt haben, um die Impfquote zu erhöhen. Grundsätzlich sind wir aber alle Kinder- und Jugendärztinnen davon überzeugt, dass wir eine höhere Impfquote bei Erwachsenen erreichen müssen. Und ich glaube, die politische Entscheidung ist jetzt schwierig, wie man das am besten erreicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Schneider. Jetzt wären noch 6 Sekunden übrig. Ich glaube, dann schließen wir jetzt. 6 Sekunden bringt nicht viel. Danke. Ja, dann vielen Dank. Dann geht das Fragerecht jetzt über an die Gruppe rund um Professor Ullmann, Impfpflicht ab 50. Es sind noch 6 Minuten Zeit. Herr Professor Ullmann, Sie haben das Wort. Ja, die erste Frage geht an die Einzelsachverständige Frau Professor Bringmann in der Fortsetzung der letzten Frage. Frau Professor Bringmann, wie stehen Sie zur Impfpflicht ab 50 unter Vorbehalt? Frau Professor Bringmann, Sie haben das Wort. Melanie Brinkmann, Einzelsachverständige, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Ganz kurz, das Risiko, einen schweren Verlauf zu haben mit dem SARS-CoV-2 oder auch daran zu versterben, ist ja stark altersabhängig. Und aus virologischer Sicht kann ich sagen, das Virus zirkuliert weiterhin. Es wird sich weiterhin verändern. Und wir können im Moment die Schwere der Wellen, also die Auswirkungen auf das Gesundheitssystem, nicht abschließend beurteilen. Da wir aber diese starke Altersabhängigkeit sehen, halte ich es für absolut sinnvoll, wenigstens bei Menschen über 50 die Impflücke, soweit es geht, zu schließen. Wie das gelingt, ist eine politische Entscheidung. Ich möchte aber auch nochmal betonen, wie wichtig die Aufklärung ist, dass Ängste genommen werden. Ich möchte noch einen kurzen Punkt machen. Man muss, glaube ich, auch den Verlust an Lebensjahren betrachten. Und auch Menschen unter 50 können schwer erkranken. Und die Ausführungen von Frau Frommholt haben wir auch alle gehört zu Long-Covid. Long-Covid ist ein Problem. Danke. Vielen Dank, Herr Professor Ullmann. Sie stellen auch die nächste Frage. Ja, die nächste Frage geht an den Einzelsachverständigen, Professor Dr. Rixen. Ist der Verweis auf die Entscheidung der Bundesnotbremse, wie wir es gerade in der Anhörung gehört haben, überzeugend? Herr Professor Rixen, wir bitten um Ihre Antwort. Rixen-Universität Bayreuth, vielen Dank für diese Frage. Ich war ja Prozessbevollmächtigter des Deutschen Bundestages in den Bundesnotbremseverfahren und möchte tatsächlich auch dem Eindruck entgegentreten, einem Fehleindruck, dass diese Entscheidungen sozusagen eine Art Freifahrtschein für den Gesetzgeber sind, die mehr oder weniger ihm freistellen, wohin er denn mit seinen Gesetzgebungsprojekten fahren will. Ich glaube, dass das nicht so ist. Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts haben, das ist ganz klar, einerseits einen durchaus weiten Gestaltungsspielraum akzentuiert, aber sie haben sich auf einen sehr konkreten Sachverhalt bezogen und vor allen Dingen wird der weite Gestaltungsspielraum kombiniert mit erheblichen Begründungs- und Plausibilisierungslasten. Und das heißt, der Gesetzgeber muss sich auseinandersetzen mit den im Raum stehenden Alternativen, aber auch mit den im Raum stehenden tatsächlichen Auskünften. Da möchte ich nur 2 Dinge aufgreifen, die mir jetzt auch jüngst in der Anhörung aufgefallen sind. Herr Kollege Stöhr hat darauf hingewiesen, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dass es vor allem um die Zeit ab September, also Spätsommer, Frühherbst geht. Das heißt, der Gesetzgeber wird sich auch in tatsächlicher Hinsicht damit auseinandersetzen müssen, wieso denn, wenn es aber auf diese Zeit ankommt, vorher schon eine Impfpflicht greifen soll.
Das ist natürlich etwas, was ich natürlich begründbar sein kann. Ich sehe es jetzt nicht nach dem, was Herr Kollege Stör gesagt hat. Aber entscheidend ist, dass der Gesetzgeber eben klären muss, warum er es denn nicht für plausibel hält oder doch für plausibel hält. Und ein zweiter Punkt, ich möchte darauf nochmal ermutigen, das, was Herr Kollege Stör sagt, ist letztlich in tatsächlicher Hinsicht ein wesentliches Argument, was in Österreich dazu beigetragen hat, dass die Impfpflicht ausgesetzt worden ist. Ich möchte sehr ermutigen, sich nochmal mit dem ersten Bericht zum begleitenden Monitoring der Impfpflicht gegen Covid-19 vom 8. März 2022 zu befassen. Das ist beim österreichischen Bundeskanzleramt auf der Homepage auch nachzulesen, wo eine gemischte Kommission aus Expertinnen und Experten der Medizin und des Rechts dargelegt haben, warum diese Impfpflicht ausgesetzt wird und warum es erst wieder im Spätsommer zum Spätsommer bzw. zum Frühherbst nötig ist, so eine Impfpflicht auch wieder darüber nachzudenken und in Gang zu setzen. Das heißt, das, was der Kollege Stör sagte, ist ein ganz wichtiges tragendes Argument, letztlich auch für die Verhältnismäßigkeitsargumente, die in Österreich in einer ähnlicher Verfassungslage dazu beigetragen haben, dass die allgemeine Impfpflicht ausgesetzt wurde. Bundesnotbremsentscheidung heißt, sich damit auseinandersetzen und nicht einfach zu sagen, das gibt es, aber wir machen trotzdem einfach so weiter, wie wir das für richtig halten, sondern das ist ja eine gesteigerte Begründungslast, eine Pflicht auch, sich mit diesen im Raum stehenden Argumenten auseinanderzusetzen. Und daran würde ich gerne erinnern, die Bundesnotbremsentscheidung, wie gesagt, kein Passepartout, keine Freifahrtticket sozusagen, sondern eine Pflicht, sehr genau hinzusehen, in tatsächlicher Hinsicht, aber auch über die Grenzen des Landes hinweg, um von dort zu lernen für das Verständnis der eigenen Verfassungslage. Vielen Dank. Vielen Dank. Und Frau Schulz-Asche stellt eine weitere Frage. Bitte. Herzlichen Dank. Meine Frage richtet sich an den Caritasverband, Frau Dr. Fix. Wie schätzen Sie das Potenzial ein, durch Impfberatung noch ungeimpfte Personen zur Impfung zu motivieren? Und wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund unseren Vorschlag der Einführung einer verpflichtenden individuellen ärztlichen Impfberatung, die der möglichen Einführung einer Impfpflicht ab 50 Jahren vorgeschaltet wird? Dankeschön, Frau Dr. Fix. Sie haben eine Minute noch Zeit zur Beantwortung. Bitte sehr. Elisabeth Fix für die Caritas. Ja, ich kann das ganz kurz beantworten. Wir haben gute Erfahrungen durchaus in unseren Einrichtungen im Rahmen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gemacht, doch noch den einen oder den anderen zur Impfung zu bewegen. Es gibt ja erhebliche Fehl- und Falschinformationen, die sehr bewusst gestreut wurden, wie beispielsweise diese unselige Unfruchtbarkeitsthese oder die These von den angeblich genverändernden Wirkungen der Impfpflicht. Und vor diesem Hintergrund halten wir alles für geboten, was sozusagen dem scharfen Schwert einer Impfpflicht auch vorgeschaltet werden kann, nämlich durch eine individuelle ärztliche Beratung den dadurch entstandenen Unsicherheiten und Ängsten der Menschen, denn es sind ja nicht alles Impfgegner, entgegentreten zu können. Und wir befürworten vor diesem Hintergrund ausdrücklich diese vorgeschaltete, verpflichtende ärztliche Impfberatung. Vielen Dank. Vielen Dank auch für diese Antwort. Und damit ist dieser Fragekomplex auch vorbei. Die haben auch ganz exakt die Zeit eingehalten. Vielen Dank dafür. Und jetzt darf ich fragen, ob von den Abgeordneten, die bisher sich noch keinem Vorschlag zugeordnet haben, es noch Fragen gibt. Sie hätten jetzt noch insgesamt 5 Minuten Zeit, zu Fragen und Antworten zu erhalten. Hier im Raum ist das nicht der Fall. Wie ist es digital? Ich höre, es gibt eine Frage von Frau Müller. Der gebe ich jetzt das Wort. Bitte sehr, Frau Müller. Ja. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Uwe Jansen vom DGIN. Und zwar ist es zu treffen, dass wir unter Omikron zurzeit etwas weniger Fälle sehen, die einer intensivmedizinischen Behandlung bedürfen, gleichwohl die öffentliche Gesundheit aber weiterhin erheblich belastet ist, zum Beispiel durch infizierte Personen auf der Normalstation, durch starke Personalausfälle oder auch durch die Auslastung von Laborkapazitäten. Dann würde ich um eine Antwort bitten. Ich bedanke mich. Dankeschön. Herr Professor Jansen, dann haben Sie das Wort. Ja, Uwe Jansen, Deutsche Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin. Vielen Dank für die wichtige Frage. Stimmt, die Omikron-Variante hat zu einer deutschen Abnahme der Patientin mit schweren Krankheitsverläufen auf Intensivpflichtigkeit geführt. Aus Amerika wissen wir um eine Risikoreduktion um 80% für die Intensivtherapie bzw. Beatmung nach Infektion mit Omikron im Vergleich zur Delta-Variante. Parallel aber haben wir da natürlich sehr hohe Infektionsraten derzeit, das wissen Sie. Wir wissen sehr genau, die Hospitalisierungsrate liegt derzeit bei ca. 1% aller Infizierten.
wieder streng altersabhängig zwischen 18 und 59 Jahren 0,57%, 60 plus 4,7%. Auch der Anteil der intensivpflichtigen Patienten ist altersabhängig in Bezug auf die hospitalisierten Patientinnen. 18 bis 59 Jahre 3,4%, 60 plus 10,5%. Ganz relevant erscheinen aber zwei Punkte. Der bedeutende Anteil, gemessen an den hohen Infektionszahlen der hospitalisierten, nicht zwingend intensivpflichtigen Patienten. Dies bedeutet für die Krankenhäuser eine zusätzliche enorme Belastung. Dazu kommt angesichts der hohen Infektionszahlen, angesichts der infektiösen BA2-Omikron-Variante auch eine Kontamination des Gesundheitspersonals und anderer systemrelevanter Berufe. 10 bis zum Teil 20% regional sogar höher. Das heißt, auch hier, wie in allen anderen systemrelevanten Bereichen, spielen diese Zahlen eine enorme Rolle für einen regelhaft ablaufenden Betrieb im Gesundheitswesen, sowohl ambulant wie stationär, und müssen bei der Beurteilung einer zukünftigen Impfpflicht, wie sie auch immer ausfallen wird, berücksichtigt werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Jansen. Wir hätten jetzt die Gelegenheit noch für eine Frage aus dieser Gruppe, derer, die noch unentschieden sind. Darf ich fragen, Frau Surholt, ob das der Fall ist? Nein. Gut, dann sind die Fragen soweit beantwortet. Ich darf Ihnen allen ganz herzlich danken, die Sie zu dieser ja sehr relevanten Anhörung beigetragen haben, die ja ein wirklich sehr sehr wichtige Frage betrifft, die in der Folge nun zu beantworten ist, wie mit dieser Frage Impfpflicht ja oder nein und wenn ja, wie umzugehen ist. Ich darf sehr herzlich danken für die konzentrierte Arbeitsatmosphäre, die konzentrierten Fragen, die präzisen Antworten der aller Expertinnen und Experten. Ganz ausdrücklich möchte ich auch dem stenografischen Dienst danken, weil wir haben jetzt über 3 Stunden angehört. Das ist eine große Leistung. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und auf Grundlage dessen, was jetzt die Expertinnen und Experten uns mitgegeben haben, werden die Gruppen und Fraktionen nun weiter arbeiten. Dafür gutes Gelingen, und damit schließe ich diese Anhörung. Auf Wiedersehen.